Einen wunderschönen guten Tag. Seien Sie alle ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Als ich hier reinkam, das war die Schlange so lang. Ich habe gesagt, das ist ein gutes Zeichen. Und ich habe gesehen, auch wie viele auch junge Menschen, wie viele unterschiedliche Menschen heute da sind. Ich glaube, das ist gut so, dass das ein Streitclub diesen Abend halt so gestalten können. Und ich freue mich riesig darauf. Liebe Gäste, liebe alle, es wird wieder gestritten. Ich glaube, Streit ist ein wichtiger Faktor von der Demokratie. Es wird gestritten über Klimagerechtigkeit. Es wird gestritten über Sozialpolitik, über Thema Rassismus, über Antisemitismus. Kein Tag vergeht, ohne dass die Menschen Kontroverse entfalten. Kein Tag vergeht, ohne dass sie ihre Argumente aneinander schärfen. Dieser Streit ist Lebensader der Demokratie. Nur über den Streit finden wir heraus, wie wir das Leben besser machen können, wie wir unsere Gesellschaft menschlicher gestalten können, wie wir sogar unsere Gesellschaft zusammenhalten können. Häufig wurde behauptet, es wird auch nicht mehr gestritten. Es wird gesagt, die Menschen hätten sich in den Echokammern der sozialen Medien zurückgezogen. Sie würden sich nur noch mit Gleichgesinnten unterhalten und keine Irritation mehr zulassen. Ich denke, dass das empirisch falsch ist. Spätestens heute Abend sehen wir, dass viele sind da und in Präsenz. Die Auseinandersetzungen in den sozialen Medien zeigen doch gerade, dass gestritten wird. Die Echokammern prallen ständig aufeinander. Konflikte werden sichtbar, die vorher kaum gesehen wurden. Wenn früher auf einer Konferenz Rassismus verbreitet wurde, hätte das vermutlich kaum jemand mitbekommen. Heute diskutiert das ganze Land darüber. Ich sehe das nicht als Gefahr, sondern als eine große Chance für die Demokratie. Die Menschen sind polarisiert, aber auch häufig politisiert. Sie sind manchmal politisiert auf eine Weise, die einem nicht gefällt. Sie können schrill sein, sie können laut sein, sie können sehr oft polarisieren. Aber das gehört zum Streit dazu. In den vergangenen Wochen bin ich oft gefragt worden, ob die Stadt Frankfurt nicht die Auseinandersetzungen vermeidet, indem Roger Waters ausladen. Aktuelle Thema, das uns damit beschäftigen. Ich kann Ihnen heute als Bürgermeisterin, als zuständige Dezernentin sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir suchen die Auseinandersetzungen gezielt, wir suchen den Streit. Ich möchte behaupten, dass in Deutschland noch nie so vermehrt über Roger Waters, über israelbezogenen Antisemitismus diskutiert wurde, wie in den vergangenen Wochen. Wir wollen dem Antisemitismus keine Plattform bieten, aber wir wollen, dass darüber gesprochen wird. Wir wollen, dass die Gefahr des Antisemitismus ernst genommen wird. Ich glaube, damit hatten wir jetzt schon Erfolg. Die Stadt diskutiert darüber, welche Meinungen es wert sind, dass ihnen eine städtische Bühne geboten wird. Die Stadt diskutiert über die Grenzen. Sie diskutiert, wo das Gespräch aufhört. Diese Diskussion, aus meiner Sicht, muss gezielt, ganz klar und deutlich geführt werden. Und ich bin sehr froh, dass wir das auch heute Abend führen. Von Jürgen Habermas stammt die Formulierung des zwangslosen Zwanges des besseren Argumentes. Kurz gesagt geht es darum, dass in einer idealen Sprechsituation sich die bessere Begründung durchsetzt. Diese Sprechsituation ist aber, wie Habermas ja sagt, ideal. Es gibt diese Sprechsituationen aus meiner Sicht häufig nicht in der Wirklichkeit. Sprechsituationen sind immer durchgezogen von den Machtverhältnissen. Wer darf sprechen? Wer wird tatsächlich gehört? Wer bekommt die Bühne, wessen Meinung
zählt mehr? Diese Fragen sind ständig Herausforderungen für eine gelungene, und wo wir jetzt in den letzten Jahren, freue ich mich sehr, dass wir über Streitkultur reden und wir nicht Streitkulturen reden. Diese Fragen sind aber auch ein Auftrag an die Politik. Die Politik muss ausgleichen. Sie muss die Stimmen in den Vordergrund stellen, die ansonsten immer marginalisiert werden. Die Stimmen von migrantischen Personen, die Stimmen von LGBTQ-Communities, die Stimmen von Judinnen und Juden, die Stimmen von Roma und Sinti, die Stimmen der Frauen und die Stimmen von vielen, die nicht so laut sind und auch oft ausgeschlossen werden. Vor 175 Jahren als Nationalversammlung, genau hier an diesem Ort, und jedes Mal für mich persönlich ist immer ein sehr besonderer Ort, zusammentrat, hatten diese Stimmen keine Repräsentanz. Heute muss das anders sein. Diejenigen, die Pauluskirche so nicht kennen, früher gab es hier eine Galerie, die Frauen durften ab und zu mal zuschauen, die durften nicht Teil davon sein, die waren komplett ausgeschlossen, so wie wir jetzt sagen, da waren die weißen Männer, die gestritten und diskutiert haben. Ich bin froh, dass es sich das verändert hat. Zum Abschluss die Frage, ist der Streitkultur eine ideale Sprechsituation? Gibt es denn überhaupt? Ich würde sagen, nein. Keine Situation in Wirklichkeit ist ideal. Aber der Streitclub kommt ideal sehr nahe und ich kann Ihnen sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie das ins Leben gerufen haben. Es in diesen wunderbaren Reihen prallen Meinungen aufeinander. Sie prallen aufeinander in dem Rahmen, der den gleichen Gewicht einräumt. Ein Rahmen, an dem Sie, liebe Gäste, lebhaft partizipieren können. Ich hoffe, dass wir diesen Streit, und das ist mir auch gehört zu Streitkulturen, mit Respekt, mit Anstand, aber aufgrund unserer Werte, die freiheitlich demokratische Werte führen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Diskussion, die Sie heute auf dem Podium erleben, im Foyer fortführen können. Dass Sie auch draußen vielleicht heute Nacht aufwachen und noch darüber nachdenken können. Und das hat sich dann auch gelohnt. Dass Sie eine Diskussion mit Ihren Familien, mit Ihren Freundinnen führen können. Unser Alltag ist politisch. Die Demokratie hört nicht hinter den parlamentarischen Gebäuden auf. Politik wird am Frühstück gemacht, auf der Straße, in den Bars, in Restaurants, in den Sportvereinen. Gestatten Sie mir auch einige Worte, wo wir hier eine Streitkultur haben, Demokratie haben. Gestern in dem Land, wo ich stamme, 3 Menschen sind hingerichtet worden. Junge Menschen, Anfang 20, die nur für ihre Meinung auf die Straße gegangen sind. Dass sie nur ihre Meinung gesagt haben. Eine war 22, 23 und 24. Alle 3 sind hingerichtet worden. Da heißt, lassen Sie auch die Stimme sein von denjenigen, die nicht streiten können, geschweige, dass sie überhaupt ihre Meinung können. Dennoch, sie sind so mutig und nicht aufgeben. Das gute Leben ist das demokratische Leben. Und ich kann Ihnen sagen, was für ein Privileg, was für ein Glück haben wir, dass wir in einem Land leben, dass wir demokratisch sind. Dass wir diese Werte haben, dass wir unsere Meinung sagen können, über unsere Grenzen hinaus, in den meisten Ländern der Welt gibt es das nicht. Und ich kann sagen, wie glücklich wir sind, dass diese Demokratie haben und was für eine große Herausforderung und Aufgabe ist, diese Demokratie zu schützen. In diesem Sinne danke ich Ihnen nochmals, alle Beteiligten. Ich danke Ricardo Lang. Lieber Ricardo, du hast gesagt, du warst noch nicht in der Pauluskirche. Das kann ich nicht glauben. Wenn das zum ersten Mal ist, das muss weitergehen und oft hier sein. Weil wenn ein Ort der Demokratie gibt, das ist dieser Ort. Daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Und Thea Dorn für die sicherlich spannende Diskussion. Ich danke Michael Friedmann und Nicole Deidelhoff für die sicherlich sehr engagierte Moderation. Mit den beiden kann man gut streiten, ich kenne mich aus. Daher, liebe Gäste, ich wünsche Ihnen allen
einen kontroversen, einen aufregenden, streitbaren Abend. Und ich hoffe, dass wir das fortsetzen, dass wir unsere Demokratie schützen. Vor allem viele, viele junge Menschen, die heute Abend da sind und diese Stimme und diesen Abend, diese Kultur unterstützen und aufrechterhalten. Ich danke Ihnen, dass wir diese Chance in diesem sehr besonderen Ort haben können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich wünsche Ihnen Freude beim Streiten und Diskutieren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie beide sitzen zusammen. Danke sehr. So. Wir leben in einer Zeit existenzieller Krisen. Die Covid-19-Pandemie, Russlands Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen Drohungen einer nuklearen Eskalation oder die Klimakrise. Sie alle stehen für den schonungslosen Blick in die eigene Endlichkeit oder gleich die der menschlichen Spezies. Was macht das mit uns als Menschen und mit unserer Demokratie? Was macht es mit dem Versprechen von Freiheit, mit dem die liberale Demokratie einst angetreten ist, auch hier und gerade in der Paulskirche? Können wir noch unsere Freiheit ausleben, wenn wir ihr doch zugleich enge Grenzen setzen müssen, um unsere Lebensgrundlagen nicht zu zerstören? Muss Demokratie also heute die Freiheit nicht viel eher begrenzen als entfesseln? Wir sehen das ja auch überall. In den Klimaprotesten tobt die Debatte darum, ob man nicht auch Klebeaktionen auf Straßen, die mögliche Zerstörung von Kunstwerken als Ausdruck zivilen Ungehorsams in Kauf nehmen muss oder ob sich darin nicht mindestens eine Strategie bahnbricht, demokratische Willensbildungs- und Meinungsbildungsprozesse zu behindern. Einfach mal gefragt, Frau Lang, Sie kommen aus einer Partei, die aus Klima- bzw. Umweltprotesten hervorgegangen ist. Sind solche Aktionen denn nun Ausdruck von Freiheit? Ich glaube, es ist Teil von der freiheitlichen Grundordnung, dass wir alles, was im Rahmen des Rechtsstaats passiert, erstmal akzeptieren müssen. Das heißt nicht, dass ich alles davon klug finden muss. Und ich glaube, wenn es um die Frage geht, wie wir beim Klimaschutz vorankommen, dann ist diese, und jetzt sind wir hier in einem Streitclub, wo man wahrscheinlich sagen würde, Polarisierung braucht es vielleicht auch mal. Aber ich glaube, wenn es eine Polarisierung gibt in der Debatte um Klimaschutz, wo das Gefühl entsteht, es geht um die wenigen, die wissen, wie es geht, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und um die vielen, die das Problem sind, dann werden wir nicht weiterkommen. Weil das wird dazu führen, dass sich Menschen abwenden, dass sich Menschen zurückziehen, dass Menschen Klimaschutz als eine Form von Bedrohung auch sich ihres selbst empfinden und zwar das Gefühl haben, ich bin vor allem Teil des Problems, statt zu überlegen, wie kann ich Teil der Lösung werden. Das heißt, ich finde diese teilweise autoritären Fantasien, die es da drum herum gibt, also wenn von Klimataliban gesprochen wird, wenn plötzlich in großen Zeitungen der Springerpresse steht, wie man Leute gewaltvoll von der Straße runtergreifen kann und Selbstjustiz, das macht mir wahnsinnige Sorgen, welche aggressiven Autoritarismus diese Gruppe hervorruft. Aus Klimapolitikerin sinnvoll finde ich es trotzdem nicht. Mhm. Frau Dorn, wie sehen Sie das? Verteidigen Klimakleber von der letzten Generation die Freiheit oder sind sie selbst bereits Teil der Verunmöglichung von Freiheit? Ich weiß gar nicht, ob Freiheit hier der richtige Begriff ist, wenn man jetzt ausgerechnet über diese Debatte reden will. Das sind Menschen, das sind ja nicht nur Junge, also in Berlin hatten wir die letzten Wochen viel davon und deshalb war ich auch eher überrascht zu sehen, wie viele da dabei sind, die älter sind. Es sind zunächst mal Menschen, die Angst haben, die den Eindruck haben, dass die Politik nicht das tut, was sie für nötig halten. Und damit sind, glaube ich, schon die beiden großen Probleme, über die wir vielleicht auch heute Abend diskutieren sollten, genannt. Ich glaube, wer so massiv von einer Angst getrieben ist. Ich will jetzt noch gar nicht die heikle Frage aufmachen, ob es eine berechtigte oder unberechtigte Angst ist, sondern erstmal dieses Level an Angst, das ist keine Voraussetzung mehr für demokratischen Streit. Jemand, der im Mark von Angst getrieben ist, sucht händeringend nach Rettung, nach einer Lösung, nach jemandem, der ihn beschützt vor dem, wovor er oder sie Angst hat. Das ist aber niemand, der sagt, gut, ich steige jetzt in den Ring und höre mir die Argumente des anderen an. Und weil das ist, glaube ich, der zweite Punkt, an Streit hat man doch nur ein Interesse
Also es gibt natürlich diesen Rechthaberstreit, wo ich sage, ich weiß eh, dass ich Recht habe und ich will den anderen einfach platt machen auf dem Diskursfeld. Wenn es schlimm kommt, dann auch tatsächlich physisch, aber erst mal im Diskurs. Oder es gibt einen Begriff von Streit, ich habe Philosophie studiert, da bedeutet Streit, ich habe zwar eine Vermutung, wie etwas sein könnte, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich Recht habe. Deshalb brauche ich den anderen, der eine andere Vermutung hat, wie etwas ist, und muss versuchen, ob wir im Gespräch nicht beide vielleicht klüger werden im Interesse der Lösung. Aber das ist ein philosophischer Ansatz. Der politische ist natürlich, dass der Zweifel eher zurückgedreht wird und man in, warum nicht, Konfrontation verschiedener Lösungsmodelle geht. Trotzdem, als ich Ihnen so zugehört habe, wir reden ja hier von Politikaktionismus. Wir reden hier von Menschen und ob sie jetzt durch Angst getrieben sind, da bin ich ganz bei dir. Also Angst ist ja sowieso die irrationalste Situation, da wird nicht mehr argumentiert, ist ja auch ganz allgemein. Aber ich würde trotzdem mal versuchen, das ernst zu nehmen, zu sagen, es gibt eine Gruppe von Leuten, die eigentlich das tun, was die Grünen auch schon vor Jahrzehnten getan haben. Sie haben Züge blockiert, sie haben Protest auf der Straße, alles lahmgelegt. Also die Form ist jetzt auch nicht besonders originell, außer man klebt sich jetzt die Hände an. Und was mich so ein bisschen wundert, ist, warum sich die Grünen, die das ja als ein Mittel auch ihrer, im guten Sinne des Wortes, Radikalität vor Jahrzehnten als Angebot in die politische Arena geworfen haben, warum die sich jetzt so schwer tun, dass es unter Umständen Enkel gibt, auch wenn das ältere Enkel sind, oder unter Umständen die, die schon vor 50 Jahren, 40, 30 so unterwegs waren. Deswegen will ich die Frage nochmal aufgreifen. Ist das, was die letzte Generation macht, für sie unabhängig, ob wie die Wirkung ist, mein Gott. Also wenn man schon so denkt, muss man irgendwie schon Parteipolitik machen. So denken die alle. Das ist genau. Ein Problem, also ist das der Unterschied? Ist das aber etwas, was Sie vielleicht sogar beeindruckt, dass Leute sagen, ich bin kompromisslos, soll doch die langen Kompromisse machen, ich mache keine, weil alle sind so gemütlich, alle fühlen sich wohl und es wird diskutiert, aber es muss etwas geben, wo die Leute sich ärgern oder aufgerüttelt sind. Können Sie das nachvollziehen? Oder ärgern die Sie? Ich glaube, manchmal ärgern die mich auch, weil sie haben natürlich mein politisches Leben nicht leichter gemacht, aber das sollte jetzt, glaube ich, nicht die Maßgabe meiner Beurteilung sein. Für mich, ich glaube, ein bisschen sind das unterschiedliche Fragen, weil das eine ist die Legitimität und das andere ist die Sinnhaftigkeit. Und bei der Legitimität, ganz häufig, wenn man über die letzte Generation spricht, wird das eine allgemeine Debatte über das Thema zivile Ungehorsam. Darf es das geben? Darf es etwas geben, was die Grenzen der parlamentarischen Demokratie zumindest zu einem bestimmten Grad sprengt? Und da bin ich hier, Habermas wurde schon genannt, ja, das darf es geben. Natürlich sozusagen gerade zivile Ungehorsam, ich glaube nicht nur in der Geschichte meiner Partei, sondern darüber hinaus eine große, große Rolle für gesellschaftliche Veränderungen. Das Frauenwahlrecht ist immer das wahrscheinlich eindrücklichste Beispiel, das uns allen in den Kopf kommt. Und auch ich saß schon in Kohlegruben. Wenn ich aber in Kohlegruben saß und die blockiert habe, dann ging das sehr konkret um das Thema RWE, dann ging das um dieses Thema, wer verschmutzt eigentlich unsere Umwelt. Und ich glaube, es war Luisa Neubauer für die Fridays, die mal so einen Satz gesagt hat, wir stehen sehr bewusst nicht vor den Privatgaragen von dem Otto-Normalverbraucher, sondern von dem Verkehrsministerium. Das heißt, ich glaube, die Frage ist durchaus der Adressat, wo ich dann nicht Legitimität und Sinnhaftigkeit durcheinander werfen würde. Und trotzdem die Frage, zieht man sich da mit einem demokratischen Diskurs? Mhm. Was ich ja ganz spannend finde, wenn wir uns viele von diesen jungen Aktivistinnen in Talkshows anschauen, nehme ich das nicht so wahr. Nehme ich das nicht so wahr, dass die sagen, ich bin kein Teil mehr von einer demokratischen Debatte. Und nehme ich es auch nicht so wahr, dass das Berufen auf die wissenschaftlichen Fakten dem entgegensteht, dass man über den Weg weiter diskutieren kann. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, in dieser ganzen Debatte steht vielleicht, da stehen mehrere, sehr viel größere Fragen dahinter. Und ich glaube, eine ist auch das Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Denn es gibt wissenschaftliche Fakten, wo ich auch sagen muss, ja, da stehen nicht fünf Meinungen gegeneinander. Die können aber Politik, also was folgt daraus, was ist der beste Weg, die umzusetzen, können die nicht ersetzen und sollten sie auch gar nicht probieren. Und ich glaube, dieses Verhältnis wird vielleicht manchmal in der Debatte dann durcheinander geworfen, wenn so getan wird, als weil es diesen wissenschaftlichen Fakt der Klimakrise, den IPCC-Report gibt, folgt daraus der eine Weg, den Klimaschutz zu machen, und das ist nicht mehr debattierbar. Und das muss natürlich debattierbar sein in einer demokratischen Gesellschaft. Mhm.
Ja, sehr schön. Das heißt also, im Grunde genommen würden Sie schon sagen, auf der einen Seite, es gibt Fakten, Fakten, die uns dazu führen, müssen auch eigentlich Freiheiten einzuschränken, aber gleichzeitig ist vielleicht das tragische Schicksal der Demokratie, dass wir darüber aber auch noch frei entscheiden können müssen. Also wir müssen uns eben auch freiwillig genau diesen Fakten unterordnen wollen und das können wir eigentlich nur, wenn aber wir darüber streiten. Ich würde das gerne ergänzen. Du kannst dich doch auch frei entscheiden, beispielsweise strafrechtliche Taten zu begehen. Und für mich ist das dann der zivile Ungehorsam und zu akzeptieren, dass der Rechtsstaat unter Umständen das sanktioniert, weil du glaubst, das ist unwiderruflich notwendig. Und ich glaube, dass man das auch in dem Fall ja merkt. Also es gibt ja mittlerweile Gefängnisstrafen. Dagegen sagt ja die letzte Generation nicht, das sei Unrecht. Aber ist das der Sinn der Freiheitserweiterung? Manchmal habe ich das Gefühl, die letzte Generation ist entstanden als Tritt in den Hintern der Grünen, die so viel Kompromisse machen. Und man sich dann fragt, wenn man ein Aktivist ist, was soll man denn sonst noch machen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen? Was macht man in einer Gesellschaft, die so aufgewühlt ist, die durch die sozialen Medien in Sekundenthemen setzt und wieder absetzt, um Aufmerksamkeit im Streit in einer solchen Gesellschaft zu produzieren? Ich glaube nicht, dass wir in dieser Gesellschaft momentan ein Problem damit haben, dass Menschen nicht wüssten, wie sie Aufmerksamkeit erzeugen. Ich glaube eher, dass wir ein Problem haben, wie wir rational, vernünftig, gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden. Also die Mittel, wie wir Dinge eskalieren lassen, die haben wir alle an der Hand, solange wir bei irgendeinem sozialen Medium angemeldet sind oder über einen Twitter oder sonstigen Account verfügen. Was wir viel weniger zur Hand haben, ist zu sagen, das, was Sie jetzt vorhin eher als die, wie soll ich sagen, philosophische Elfenbeinturmperspektive, die, glaube ich, keine ist, das ist die einzige Chance, demokratische, pluralistische Gesellschaften zusammenzuhalten. Wie kriegen wir das hin, dass wir das nicht verlieren? Also wie wir uns gegenseitig mit maximal krassen, radikalen Positionen, wo keiner einen Zentimeter bereit ist, zurückzuweichen, wie man das eskalieren lassen kann, das ist ganz einfach. Die große Frage ist doch, und da haben wir die Ambivalenz doch im Streitbegriff. Also früher, was weiß ich, in irgendwelchen Rittersagen, da streiten die für die gerechte Sache. Das ist ein völlig anderer Streitbegriff. Das ist eher so, wenn man es jetzt etwas polemisch machen will, der aktivistische. Ich streite bis zum Letzten für die gerechte Sache, von der ich überzeugt bin, dass sie alternativlos ist. Oder eben zu sagen, ich streite im Sinne von, ich setze mich auseinander. Und ich vermute mal, also Frau Deitloff hat ja die Probleme vorgelesen, diese Probleme sind alle so wahnsinnig komplex und unübersichtlich, dass ich ehrlich gesagt keinem Aktivisten alleine glaube. Ich glaube, in all diesen Problemen ist das Einzige, was wir haben, der andere Begriff von Streit, zu sagen, es ist so schwierig, lasst alle die guten argumentativen Willens sind. Die brauchen wir alle und wir müssen uns zusammensetzen und gemeinsam versuchen. Und trotzdem gibt es doch Haltung, es gibt Meinung. Also das ist jetzt so. Mir wird da auch so ein bisschen blümerant, muss ich sagen. Also mir wird da auch so ein bisschen blümerant, ja. Denn das legt so ein bisschen nahe, dass nur diejenigen, die eigentlich schon über gute Argumente verfügen und sich auskennen und sich so weit zurücknehmen können, dass sie ihre Leidenschaften auch nicht mehr durchblicken lassen, nur die können eigentlich wirklich teilnehmen. Überfordert uns das nicht als Bürgerinnen und Bürger? Die Demokratie ist eine Überforderung. Ja, aber ich glaube, die Demokratie setzt aber auch auf Leidenschaft. Hallo, ein Gespräch ohne Leidenschaft ist für mich keine Streitkultur, höchstens eine deutsche. Also, ich würde tatsächlich auch sagen, ich glaube, die vollkommene Rationalisierung, also auf der einen Seite verstehe ich den Punkt, den Sie machen, wenn ich zum Beispiel an deutsche Talkshows denke. Das ist ja zum Beispiel genau das Bild dafür, also für keinen der beiden Streitbegriffe, weil es streitet niemand mehr für eine gute Sache und man streitet nicht miteinander, sondern man sozusagen spult Programmatiken ab gegeneinander, jeder in der Hoffnung von dem einen 15-Sekunden-Schnitzel wird morgen auf Twitter besser laufen als der 15-Sekunden-Schnipsel von Jens Spahn. Und das ist ja so ein bisschen, also das kenne ich, man ist da ja auch nicht frei davon als Politikerin selbst, diese Art des, wo der Streit eigentlich keinerlei zuhören mehr, keinerlei, der andere könnte Recht haben und selbst in dem Moment, wo ich vielleicht da sitze und denke, der könnte gerade wirklich Recht haben, kann ich das nicht sagen, weil dann habe ich ja die Debatte verloren. Also sozusagen, wenn der Streit eher ein Punkt ist. Vor allen Dingen haben Sie Ihrer Partei alles verloren. Das stimmt. Wenn sich Agnes Spahn recht hat, vermutlich ja. Aber das würde sagen, wenn der Streit eher ein Punktespiel wird, den Teil verstehe ich, dann werden wir nicht zu Lösungen kommen.
Und gleichzeitig würde ich auch sagen, die vollkommene Rationalisierung der politischen Debatte, wo nicht auch Menschen sagen können, ja, ich habe Angst oder ich habe auch einen Frust und daraus entspringt auch ein Anspruch, eine Haltung oder sowas, das wird nicht funktionieren, weil natürlich sind diese Themen, die begreifen uns alle zu sehr in unserem Persönlichsten. Und ich kann durchaus nachvollziehen, auch als grüne Politikerin, dass eine junge Generation sagt, naja, wir haben ja alles auf die Reihe bekommen. Wir haben mit Fridays for Future Millionen von Menschen auf die Straße bekommen und es ist mehr passiert bei der Klimapolitik, aber es reicht noch nicht. Und ich stehe da natürlich auch als Adressatin dieser Politik und sage, ja, es reicht ja an vielen Stellen wirklich noch nicht. Das ist ja die Wahrheit, die da erstmal auch ausgesprochen wird. Und ich glaube, für mich auch immer wieder dieses Ringen, auch eine innere Zerrissenheit, das auszuhalten, zu sagen, es reicht nicht. Und trotzdem wäre, wenn wir nicht da wären, wäre es so viel weniger. Und das setzt aber natürlich auch die voraus von außen, die uns dafür nicht zuklatschen, die nicht sagen, toll, wie ihr es macht, Grüne, sondern die immer wieder den Finger in die Wunde legen, die sagen, ja, an der Stelle muss mehr kommen. Aber Sie sind ja auch Absenderin, damit wir mal ein bisschen ins Konkretere auch kommen. Politiker und Politikerinnen, egal welcher Parteien, Sie sind Absenderin. Ja. Und natürlich haben politische Parteien eine Haltung, eine Meinung, eine Agenda. Und die kommt in den Streitraum. Und da stellen sich ja auch bei uns allen Sympathien, Antipathien. Wir können dann argumentieren, gegenargumentieren. Aber es gibt so Reizthemen. Es gibt Themen, die sind besetzt, ob das die Frage des Fremden ist, ob das die Frage der sexuellen Orientierungen sind, ob das so Fragen sind eben, und da komme ich auf deinen Eingang zurück. Was ist der Einzelne? Und wie weit hat der Einzelne mehr als die Gruppe? Und ist der Freiheitsbegriff, ich sehe das anders und ich verweigere mich dem, mich auch einer Mehrheitsmeinung dann zu beugen? All diese Fragen sind ja jetzt noch einmal auch Krieg, um es mal auszusprechen. Und ich finde das völlig richtig. Leute fangen an und sagen, ich finde es richtig, das, was auch immer, oder ich finde es falsch, das auch immer. Aber man merkt schon, dass die Debatten sehr schnell in ihren Rollen so zementiert sind, dass sie nur noch langweilen, also erwartungsgemäß werden. Mhm. Ist das so auch? Also ich finde das manchmal langweilig. Geht das nur mir so? Naja, das fürchte ich hat mit dem zu tun, worauf ich vorhin hinaus wollte. Also wenn man selber in seiner Überzeugung so betoniert ist, dass das die einzig mögliche Sicht auf die Dinge ist, wie sollte ich denn man ist nicht gewinnen? Betoniert, versuchen wir es anders. Man ist nicht betoniert, aber man hat eine Haltung. Und für die wirbt man, für die argumentiert man. Ja, aber die muss noch so durchlässig sein, dass ich bereit bin, mich überzeugen zu lassen, wenn mir ein anderer erklärt, dass er die besseren Gründe hat. Vielleicht, aber das muss nicht unbedingt schon von vornherein feststehen. Ja. Ich glaube, wir gehen erstmal mit Haltung in einen Streit rein und dann werden wir manchmal so irritiert, dass wir doch noch bereit sind, unsere Meinung zu ändern. Aber ich gehe ehrlich gesagt in den Streit rein und denke erstmal, ich habe recht. Wenn ich das nicht machen würde, dann hätte ich gar keine Lust zu streiten. Und Michelle, meistens habe ich recht, das musst du zugeben. Warum? Moment, ich wollte es nur einmal geklärt haben. Moment, wieso meistens? Seit wann bist du so schüchtern? Stimmt. Meistens. Hast recht. Nein, aber jetzt will ich Ihnen ein Beispiel geben. Entschuldige, ich nehme ein Beispiel. Also ich bin nicht bereit, in einen Streit oder in eine Konfrontation mit jemandem zu gehen, der ein Juden ist. Da muss man auch nicht diskutieren. Dem muss man erklären, er ist ein Judentasser, darüber brauchen wir. Moment, wir reden jetzt völlig aneinander vorbei. Also wir haben über große Krisen der Gegenwart. Also ich finde, Rassismus ist eine große Krise der Gegenwart. Das ist etwas, was wir bekämpfen müssen. Wir müssen doch mit keinem Menschen darüber diskutieren, ob Antisemitismus eine mögliche Position und ist. Und eine populistische Partei, was ist mit einer Partei des Hasses? Ja, die müssen wir versuchen einzudämmen. Aber wenn wir zum Beispiel... Was heißt eindämmen? Stopp, jetzt reden wir mal konkreter. Ja. Eindämmen? Ich meine, ich wusste nicht, dass das eine energetische Maßnahme ist. Doch. Die Sanierung passiert der Demokratie das, sozusagen. Das ja, dann Demokratien brauchen Immunsysteme. Das finde ich spannend. Erzähl mir mal, wie man das jetzt macht. Indem man zum Beispiel den Streitbegriff da nicht verwendet und sagt, wir müssen in einer Weise mit einem Björn Höcke streiten, wie meinetwegen während der Corona-Pandemie ein viel mehr Streit zwischen verschiedenen Experten verschiedener Richtungen was gewesen. Was macht man nicht? Hat nichts. Da braucht es Zivilcourage. Es braucht ein gesamtgesellschaftliches Klima, wo diese Sorte von Rattenfängerei
nicht greift. Man muss aufpassen, dass es nicht Frustrationslevel gibt, dass die Leute anfangen, Rattenfängern hinterher zu rennen. Das 25% in Sachsen, ich will ja lernen. Ja. 25%, es gibt jetzt Wahlkampf, damit wir das ein bisschen mehr mit Fleisch besetzen. Es gibt einen Wahlkampf. So, es gibt also einen Streit, es geht um die Frage, wer überzeugt wen. Und mich interessiert jetzt doch sehr praktisch, wenn jemand sich jetzt hinstellen würde, Demokratische Partei, und würde sagen, ich bin nicht bereit, mit der Partei des Hasses an einer Podiumsdiskussion zu sitzen. Na, dann sagen alle, 25% der Bevölkerung willst du nicht die anhören. Naja, aber da muss man sagen, eine Partei ist nicht deckungsgleich mit den Personen, die sie vorstellen können, in einer Umfrage sie zu wählen. Also wir haben das zum Beispiel gesehen, wenn wir die letzte Landtagswahl in Niedersachsen anschauen, da ist die AfD in den letzten Wochen vor der Wahl nochmal irgendwie um 8% hochgegangen. Da würde ich ja nicht sagen, alle, die in den letzten Wochen sich dazu entschieden haben, die sind verloren. Ich kann diese Menschen nicht verloren erklären von Demokratie, aber ich finde, und das ist auch eine Frage von Haltung, und ich wollte vielleicht eine ganz kurze Anekdote, weil ich für diesen Haltungsbegriff, ich musste vor kurzem mal als Parteivorsitzende mal ganz viele Termine, die man das erste Mal macht, und einer für mich, glaube ich, der schwierigste war letztes Jahr die Trauerfeier von Werner Schulz, Bürgerrechtler aus der DDR, einer der Gründer, der bei uns Bündnis 90 und die Grünen zusammengeführt hat. Und ich musste dort reden, weil Omid, den wahrscheinlich hier in Frankfurt alle kennen, leider krank war, der ihn ganz lange kannte. Ich war unfassbar aufgeregt, nach so, Gott, die denken sich alles, macht die da oben? Die hat ihn noch nie gesehen, die ist geboren, nachdem die Wiedervereinigung war. Und ich finde, er hat mal einen Satz gesagt, weil ich dann seine Reden gelesen und die ich so spannend fand, wo er meinte, naja, in der DDR hat er noch Mut gebraucht. Und ab dem Moment, wo er in der Bundesrepublik gewohnt hat, hat er eigentlich nie wieder ernsthaften Mut gebraucht, sondern das Einzige, was er noch gebraucht hat, war Haltung. Das heißt, in der Demokratie haben wir eigentlich das Privileg, nur noch Haltung zu brauchen. Ne? Die braucht es dann aber auch tatsächlich. Und ich finde, es gibt eine Möglichkeit, der Grat ist nicht immer einfach zu finden, aber zu sagen, diejenigen, die mit den Ängsten von Menschen spielen, Rattenfänger haben Sie es jetzt genannt, die auszugrenzen. Und das sage ich auch, ich muss mich nicht mit jemand von der AfD hinsetzen und über Judenhass diskutieren. Warum sollte ich das tun bei einer Partei, die fundamental in Frage stellt, Sie haben es vor kurzem, jeder ist jemand genannt, die Menschenwürde könnte man auch sagen, Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und trotzdem muss ich mir überlegen, wie erreiche ich Menschen, wenn ich hier aus Brandenburg fahre oder nach Mecklenburg-Vorpommern, wo 25% sagen, ich könnte mir vorstellen, diese Person zu wählen. Die kann ich nicht ausgrenzen, aber ich kann denjenigen ausgrenzen, der mit diesen Menschen spielt, der will, dass ihnen schlecht geht, der ihnen Angst macht und dann ihre Angst nutzt. Ich würde gerne nochmal, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man vielleicht die Freiheit einschränken muss angesichts der großen existenziellen Krisen, die wir sehen, dass es aber gleichzeitig darum geht, wie kann man eigentlich darüber verhandeln in der Demokratie, Grenzen einzuschränken. Wer darf das eigentlich entscheiden? Müssen wir nicht selber darüber entscheiden? Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schwierig, wenn wir uns einschränken sollen, diese Entscheidung zu treffen. Und dann hatten wir die Frage, kann man das machen, indem man eigentlich sozusagen gesichertes Wissen und gute Argumente aufeinander prallen lässt und dann hofft, dass die ideale Sprechsituation sich eben tatsächlich mal kurz ihr schönes Antlitz zeigt und dann kommt da was raus, oder müssen wir ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass die Leidenschaften das auch können und dass eigentlich unser System auch darauf angelegt ist, die durchaus zum Vorschein zu bringen und in den Wettbewerb zu stellen. Ich würde aber gerne noch mal auf einen anderen Aspekt der Ambivalenz vielleicht von Freiheit kommen. Und ich glaube, das kann man ganz schön zeigen, wenn man sich, und da haben Sie sich auch, Frau Dorn, ja sehr häufig zugeäußert, sehr intensiv, sage ich mal, zugeäußert, zur Frage des Pandemie-Managements. Also weitere existenzielle Krise, die ja auch noch wirklich nicht eigentlich ganz vorbei ist, sondern irgendwie ist das Ding ja auch noch da. Aber da haben Sie mal den sehr schönen Satz gesagt: Heute geraten die, die nach Freiheit rufen, in Gefahr, als kaltherzig zu gelten, als jemand, dem es angeblich egal ist, dass Menschen sterben. Und sie wollten eigentlich darauf hinweisen, dass das Pandemie-Management eben sehr schnell Freiheiten eigentlich gestrichen hat, auf die wir uns doch alle verlassen haben und dass das sehr gefährlich für die Demokratie ist. Ich glaube, sie hat nochmal so einen Satz, das Streichen der Freiheiten ist der kleine Tod der Demokratie oder sowas in der ungefähr in der Art. Okay, den nehme ich also zurück, so ungefähr. Aber was dahinter steckt und die Frage, die ich mir nochmal stelle und die ich gerne nochmal mit Ihnen besprechen würde, ist die individuelle Freiheit, die jeder für sich in Anspruch nehmen kann, wichtiger zu nehmen als der Schutz aller und damit auch die Freiheit aller? Also Pandemieschutz, nehmen wir das mal. Die Einschränkung von Freiheiten hatte ja den Zweck, alle zu schützen. Und haben nicht diejenigen, die durch diesen Schutz insbesondere auch geschützt worden sind, also die Vulnerablen, gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann habt nur ihr eure individuellen Freiheiten, aber wir werden dann ausgeschlossen vom
von dem Genuss dieser Freiheiten. Also die Frage, die ich stellen will, ist, was zählt eigentlich am Ende und wie kann man das austarieren? Müssen die individuellen Freiheiten im Vordergrund stehen oder wie verhalten sie sich eigentlich zur Freiheit aller? Ich würde das Problem an einem anderen Punkt aufrollen wollen. Und das Unbehagen oder ein Großteil meines Unbehagens während der Corona-Pandemie hatte damit zu tun, wie sich ein Diskurs verschiebt. Worüber noch diskutiert wurde, worüber gestritten wurde und wo per Dekret erklärt wurde. Jeder, der hier nur eine kritische Nachfrage stellt, muss sich verteidigen, dass er nicht heimlich den Aluhut daheim im Schrank hat. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ein Kollege von mir, ein Schriftsteller, ist noch in der DDR geboren, ist dann im Gesamtdeutschland sehr erfolgreich geworden, hatte in der Süddeutschen Zeitung im Februar 2021 einen Artikel, der von der Redaktion schmissig mit einem Titel versehen wurde, der allerdings auch eine massive Rolle im Text spielt, mehr Diktaturwagen. In diesem Artikel wurde bewundernd darüber geschrieben, wie angeblich großartig China mit diesem Virus klarkommt, wie toll das ist, was die für prima Schutzmaßnahmen im Namen der Pandemiebekämpfung haben. Es passierte nichts an Aufregung. Ein paar Monate später machten 40 oder 50 Schauspieler zum Teil gelungenere, zum Teil missratene Filmchen satirischer Art, wo sie sich nicht über kranke Menschen lustig machen, schon gar nicht über sterbende Menschen, überhaupt nicht, sondern satirisch sich über politische Maßnahmen auslassen. Wie gesagt, ich fand einige sehr missraten davon, aber da würde ich sagen, das ist zum Beispiel Kunstfreiheit. Das war ein Moment, wo ich mich gefragt habe, was ist in diesem Land los? Ein Schriftsteller, wirklich missbraucht in obszöner Weise dieses Willy-Brandt-Zitat, in dem er mehr Diktaturwagen in Deutschland schreibt. Da passiert nichts. Keiner regt sich auf. Und diese 40 Schauspieler wurden wie Staatsfeind Nummer 1 bis 40 behandelt. Aber Staatsfeinde ist doch wieder ein großes Wort. Also jetzt fange ich an, dich zu duzen, weil wir uns aufregen. Michelle. Ja, meine Liebste. Staatsfeinde. Du hast mitgekriegt, wie die durchs Dorf gejagt wurden. Aber Staatsfeinde? Hat man die abgeholt? Die wurden erst in Ruhe gelassen, als sie öffentlich Abbitte geleistet haben und sich distanziert haben. Aber mindestens die Hälfte. Haben weiterhin ihre Filmaufträge bekommen. Also ich finde immer, das ist, also erstmal vielleicht ein Satz zuvor, was ja eigentlich was unglaublich Starkes ist an diesem Pandemie-Management, wo ja auch hier Fehler gemacht wurden, ist, dass ja genau diese These mit China gar nicht aufgegangen ist. Die gab es ja wirklich viel, dass Leute gesagt haben, schaut mal, die Chinesen sind so viel schneller, effizienter als dieser langsame, langweilige deutsche Staat. Und deswegen muss man an der Stelle sagen, hat die Demokratie sich wahnsinnig stark bewiesen. Wir haben das besser gemanagt bei allen Fehlern, die gemacht wurden, als der Großteil der Diktaturen auf dieser Welt. Aber was ich immer nicht verstehe, ist, ich entscheide mich dafür zu sagen, ich will da auch anecken. Das ist ja auch, also diese Filme hatten ja das Ziel, Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie haben es vor ein paar Minuten gesagt, wir wissen ja heute, wie wir Aufmerksamkeit bekommen, wie wir Stimmung bekommen. Und ich mache das auf eine möglichst polemische, möglichst satirische Art, was auf jeden Fall von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Und dann bin ich komplett überrascht darüber, dass es eine Reaktion gibt, wo sich Leute darüber aufregen. Wo Leute darauf dann auch nicht vollkommen rational und sinnvoll und sagen, auch jetzt diskutieren wir es ganz langsam mal durch und dann in seiner Opferrolle sich zurückzuziehen. Dafür habe ich echt wenig Verständnis. Das sind Menschen, die Macht haben, das sind Menschen, die Privilegien haben, die wissen, die zu nutzen, die wissen, wie der öffentliche Diskurs funktioniert und dass wir auch bei Ukraine merken, dass wir immer mehr Stimmen haben, die jeden Tag in einer anderen Talkshow erzählen, hier darf man meine Meinung nicht mehr sagen, dann hat man keinen Platz mehr in der Öffentlichkeit. Ja doch, du tust es gerade, du sitzt ja da und sagst diese Meinung. Du hast alle Podien in diesem Land, du hast alle Aufmerksamkeit, aber du kannst nicht erwarten, dass es keine Widerworte gibt. Da bin ich komplett einverstanden mit Ihnen, aber fanden Sie es nicht merkwürdig? Ich habe das ja in einem Vergleich, weil es waren wirklich Vorgänge innerhalb von den Artikeln, zwei oder drei Monaten. Eben. Also diesen Artikel, den man für eine... Aber Moment, wir das sind ist auch ein sehr prominenter 40, Autor gewesen. Ja, aber es sind 40 Prominente, es werden Filmchen gemacht, es ist eine Kampagne, alles in Ordnung. Mhm. Es ist übrigens eine Reaktion auf das, was der Staat macht, was die Politik beschließt. So, und dann merkt man, oh, man wird nicht umarmt, sondern unter Umständen werden die, die das gemacht haben, von anderen dann zurückgewiesen. Und dann kommt man ja zum Argumentieren. Irgendwann sitzt man dann wo auch immer und muss darüber argumentieren. Also ich komme nur darauf zurück, da du ja so von Vernunft gesprochen hast, war ich irritiert, mit was für eine, mit einem Wort du bereits alles markiert hast, indem du sagst, sie waren die Staatsfeinde 1. Das sind nicht Staatsfeinde gewesen, soweit ich weiß, war kein Polizist vor der Wohnung von Jan-Josef Liefers.
sondern es wurde heftig debattiert, wie übrigens die ganze Zeit heftig debattiert. Und ich würde gerne dieses Wort aufgreifen. Ich meine, dann ist man plötzlich immer Opfer. Das ist ja bei all diesen Debatten so, wenn einer anfängt mit, also man darf ja gar nicht mehr sagen, was man sagen will in Deutschland, dann wird alles gesagt und dann wird einfach eine Gegenmeinung präsentiert, dann heißt, siehst du, man darf gar nicht sagen, was man will. Ich bin jetzt der, der angegriffen wird. Was ist das denn für eine Dynamik? Ja, aber das hat ja hier heute Abend auf diesem Podium auch keiner behauptet, diesen Satz. Doch, Staatsfeind Nummer eins. Oh, ja, Michelle, muss ich dir jetzt eine polemische Zuspitzung erklären? Ich muss dir doch nicht erklären, was eine polemische Zuspitzung ist. Aber sie ist trotzdem aus meiner Sicht markiert. Genau, und ich halte die Markierung falsch, weil Staatsfeind ist genau das. Wenn ich etwas sage, kommt der Staat und verbietet okay, es. Okay, ich korrigiere den Begriff Staatsfeind. I love it. Das ist Streitkultur. Das ist Streitkultur. Das ist Streitkultur. Und sage, ja. Korrigiere den Begriff Staatsfeind und sage, sie wurden behandelt wie zynische Menschenfeinde. Und das von waren wem? Sie aus. Naja, also hast du nicht gelesen, was da alles im Umfeld los war? Das, was ich würde das durchaus unterschreiben. Das ist passiert. Ja. Aber das hatte natürlich auch mit der Strategie zu tun, extrem zu polemisieren, extrem satirisch zu sein und dann zu glauben, dass man dafür viel Beifall bekommen würde. Nein, das bekommt man natürlich nicht, sondern dafür bekommt man dann auch extrem viel Polemik und auch Satire zurück. Genau das ist passiert. Und ja, das ist nicht schön, aber das ist nun wirklich nicht der Ausdruck mangelnder Streitkultur. Hattet ihr zwischendurch das Gefühl, dass, und das kann man sagen, okay, das sind Schauspieler, die haben eine Aktion gemacht, ihr scheint sie offensichtlich für komplett missraten gehalten zu haben, ich hielt sie für partiell gelungen, partiell missraten, aber das ist ja vielleicht nur das sekundäre Problem. Ricarda Lang hat vorhin gesagt, wir erleben ja immer mehr, dass Krisen der Gegenwart, Klimawandel, Corona-Pandemie immens verquickt sind mit wissenschaftlichen Disputen, Wissenschaftsstreits. Und ein Umgang, also wir haben solche Begriffe gelernt während der Pandemie wie False Balance, sprich, da werden angeblich falsche Wissenschaftler in Talkshows eingeladen. Es gab großen Aufruhr, ob man jemanden wie Hendrik Streeck überhaupt noch in Talkshows einladen soll. Der saß ständig in Talkshows. Es gab niemanden, der mehr in Talkshows war. Das stimmt nicht. Herr Lauterbach, okay, Lauterbach war deutlich mehr in Talkshows. Darauf können wir eins einigen. Aber Hendrik Streeck musste sich, ich meine, da kann man sagen, ist alles natürlich auch von der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt, aber ist es wirklich klug? Sie haben vorhin gesagt, ist es sinnvoll, ist es zielführend, einem Wissenschaftler, der international renommiert ist, mit Argumenten, nicht einfach aus dem Bauch raus, mit Argumenten eine Position vertritt, die man politisch, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, irgendwie nicht haben wollte. Dass man dem erklärt, ob er sich in einer Frage, fühlen Sie sich schuldig am Tod, der Corona-Tod, das ist doch, das, ich meine, so macht man Leute fertig, Michelle. Das brauche ich dir nicht zu erklären, das ist keine normale Frage an einen Wissenschaftler. Aber das ist natürlich etwas, was nicht nur, machen Sie erst mal. Also ich würde sogar an einem bestimmten Punkt zustimmen, dass wir eine gewisse Empörungskultur haben in diesem Land. Und dass diese Empörungskultur natürlich in den Momenten, wo Krisen zunehmen, wo Krisen auch direkt erfahrbar werden, das war während der Corona-Pandemie so, massiv zugenommen hat. Also ich fand auch manche Debatte, die ich da auf Twitter gesehen habe, Buschmanns Tote, das fand ich wirklich komplett pervers, sozusagen so zu tun, als ob ich jetzt einen einzelnen Politiker rausnehmen könnte, der ein Teil von dem Pandemie-Management war, da bestimmt auch falsche Entscheidungen. Wir haben uns sehr oft gestritten, auch als Teil der Regierung, aber das sozusagen waren Personalisierungen, wo ich eine Person rausnehme aus der Debatte. Dass wir diese Tendenz haben, ist vollkommen klar. Nur was ich ganz spannend finde, ist, dass ganz häufig von denjenigen, die am stärksten dieses Empörungskultur kritisieren, selbst sofort in die Empörung zurückgefallen wird. Und das war zum Beispiel in dieser Debatte, dann finde ich wieder auf der anderen Seite, das kann man nicht mehr sagen, das darf man nicht mehr sagen. Wir haben keine Bühne mehr und vor allem, und jetzt glaube ich Ihnen, dass das Staatsfeind bei Ihnen gerade sozusagen eine polemische Zuspitzung war, aber wir erleben das ja in der Debatte ernsthaft immer öfters, dass öffentlicher Gegenwind, politischer Diskurs, den ich noch so peinlich, übertrieben, überzogen finden kann, wie ich will, auf eine Stufe gestellt wird mit staatlicher Verfolgung. Also dass plötzlich so getan wird von in der Demokratie darf man das nicht mehr. Und das finde ich sozusagen ist in der Demokratie eine riesige Gefahr. Und da gab es Leute, die haben sich wirklich als Staatsfeind gesehen. Die waren der Meinung, wenn ich auf Twitter angegriffen werde mit dem dümmsten Hashtag, den man sich vorstellen kann, dann ist das plötzlich gleich, wie wenn ich verfolgt werde. Und das nimmt ja jeden demokratischen Raum, jede demokratische Debatte weg. Das ist absurd, das ist, glaube ich, und das ist so, absurd. Dass diese, und das häufig wirklich, und das erlebe ich in sehr vielen dieser Debatten, die
die Empörung immer der anderen Seite zugespielt wird. Immer gesagt wird, die andere Seite. So einfach ist es aber nicht. Also so einfach ist es, glaube ich, nicht. Also bleiben wir mal noch einen Moment bei der Corona-Pandemie. Ich habe in meinem Umfeld relativ viele Mediziner, durchaus auch welche, die in leitenden Funktionen in Krankenhäusern gearbeitet haben. Die waren auch voller Angst und Ratlosigkeit in den ersten Monaten, hatten aber durchaus, sagen wir mal, ab Herbst 2020 Einschätzungen, die dem offiziell herrschenden Alarmismus etwas zuwiderliefen. Ich habe mit denen telefoniert, viel geredet. Die haben gesagt, weil ich habe gesagt, wollt ihr damit nicht irgendwie öffentlich? Das ist wichtig, ihr seid an der Front. Also zum Beispiel auch ein Lungenarzt, ihr im Krankenhaus, im Großen. Ihr seid an der Front, ihr seid die, die das wirklich mitkriegt, was bei euch passiert. Geht damit bitte davon, lebt eine Demokratie, eine transparente, plurale Gesellschaft. Geht damit an die Öffentlichkeit. Ein Lungenarzt hat das gemacht, der hat einen riesen Shitstorm kassiert. Daraufhin haben die alle, wir sind doch nicht bekloppt, da kommst du wieder mit dem Punkt, genau, das muss man in der Demokratie aus. Hallo? Michelle, das war meine Rede. Ich habe mir den Mund nicht geredet. Genau. Aber was soll ich dir sagen? Die sagen, wir schaffen das psychisch nicht. Wir können uns bei den Kollegen in der Psychiatrie einweisen lassen. Wir haben nicht so gute Nerven, wie du sie hast, wie ich sie habe, wie sie, wie aber wir. Aber dann muss man sie üben. Ich finde das ein ganz wichtiger Moment. Okay, aber dann sind wir jetzt wirklich an einem wichtigen Fall. Nein, so einfach ist es. Demokratie ist kein Spaziergang und Demokratie ist nicht. Ich habe vorhin selber gesagt, Demokratie ist eine Überforderung. Nein, ich habe das nicht gesagt. Ich habe das. Aber ich finde es nicht. Du sagst gerade, jeder muss das lernen. Ich sage, Demokratie ist keine Überforderung, sondern die, die Muskelkater haben, haben noch nie wirklich am demokratischen Diskurs genug teilgenommen. Aber das, man muss das ja üben. Moment. Ich will das nochmal, gerade Moment. Man muss es üben. Also die Debatten sind ja groß und vielleicht möchte ich das nur mal einführen. Wir in den letzten 7 Jahren haben mit 3 Themen zu tun, die 2 Generationen in ihrer Radikalität, auch in ihrem Schlaraffenland demokratatischen Denken, ich gehe alle 4 Jahre wählen und übrigens auch das tue ich nicht mehr regelmäßig und ansonsten interessiert es mich nicht, also man geübt hat so 10, 20 Jahre, die werden das schon irgendwie machen, die sind so bescheuert, die sind auch nicht so bescheuert, die sind am wenigsten bescheuert, plötzlich merken, 2015, auch Kontrollverlust, Corona, existenzieller Kontrollverlust. Alles, was man sich eingeredet hat, Unendlichkeit, wir werden immer älter, es gibt immer irgendeine Medikamentversorgung, war weg. Und jetzt Krieg. Und das sind heftige Themen. Und ja, man merkt, man ist nicht geübt am Streiten. Aber das heißt doch nicht, dass man keine Haltung hat oder dass man Angst hat, in die Arena zu gehen. Aber ich würde sagen, man muss nicht jede und nicht jeder muss Nerven mit Drahtseil haben und muss sich in jede Auseinandersetzung stürzen. Auch das gehört zur Freiheit in der Demokratie, dass ich nicht mich aber immer wenn in wichtige aber ein paar mehr, stimmen, paar mehr immer, also üben finde ich also immer gut. Also wir verlieren da vielleicht, also einmal zum demokratischen Punkt, weil ich glaube tatsächlich, was eigentlich ja viele dieser Krisen gemeinsam haben, vor allem wenn man Corona und Klima nebeneinander legt, ist diese Notwendigkeit der Geschwindigkeit. Dass all das, was wir jetzt hier schön beschrieben haben, der rationale Diskurs, die Haltung, das Streiten, dann auf den gemeinsamen Punkt zu kommen, das braucht ja alles Zeit. Und wir hatten Situationen, wo diese Zeit so unglaublich wenig da war. Weil ich glaube, es waren ja Dinge, und wir verhandeln an beiden Themen fundamental über Freiheit. Und Freiheit so ein bisschen, ich glaube, ich war vor kurzem veranstaltet, mal so 3 Jahre gesagt, Freiheit ist adelig, also von und zu. Und das ist ja genau die Frage. Bei Corona bin ich frei von staatlichen Einschränkungen, aber auch habe ich die Freiheit, Teil des gesellschaftlichen Lebens zu sein, wenn ich eine vulnerable Gruppe bin. Das heißt, es ging nicht individuelle Freiheit gegen kollektive Freiheit, sondern es ging die individuelle Freiheit von einer Person gegen die individuelle Freiheit von anderen Personen. Ähnlich bei der Klimakrise. Auch da reden wir darüber, braucht es heute Freiheitseinschränkungen oder das, was als Freiheitseinschränkung wahrgenommen wird, um, das hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Freiheit zukünftiger Generationen überhaupt noch entscheiden zu können, wie ich mit einer Krise umgehe. Nicht frei von der Krise zu leben. Das heißt, auch hier wiege ich Freiheiten gegeneinander ab. Das ist ein wahnsinniger, anstrengender, furchtbarer, nerviger Prozess. Und wenn wir den so schnell fassen müssen, das ist das Problem. Die Geschwindigkeit macht den Handlungsrahmen immer kleiner, immer schwieriger. Und das ist, glaube ich, was, worauf unsere Demokratie noch überhaupt gar nicht vorbereitet ist. Und auf dieses Nicht-Vorbereitet-Sein reagieren wir oft mit emotionalen Überreaktionen, mit dem einander abarbeiten, auch tatsächlich mit der Empörung. Was ich aber nicht teile bei diesem, das müssen die Leute dann halt lernen, da müssen Leute sich drauf einlassen. Meine Erfahrung ist, und ich bin viel unterwegs in Landen, treffe gerade viele Frauen, nicht nur, aber die überlegen, ob sie in die Kommunalpolitik gehen.
Und da ziehen sich die zurück, die etwas leiser sind, die eine andere Art der politischen Debatte haben. Und irgendwann hast du nur noch die Leute, die extrovertiert sind, die jetzt vielleicht auch geil finden, die Bock auf diese Auseinandersetzung haben. Und das ist halt scheiße in der Demokratie. Also, ja. Deswegen sind Sie Parteivorsitzende. Ja. Ich will es nur sagen, aber ich will ein Argument. Ich will dir eine Frage stellen, die mit dem Argument bei Corona zu tun hat. Bei Corona ging es ja darum, und das ist Nicoles Frage, ich versuche diese Frage wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Gut, ich hätte es jetzt auch nochmal gestellt. Dass man ja verzichten sollte, weil man unter Umständen die Gesundheit eines anderen damit gefährdet. Das ist doch nicht neu. Das Argument war das Argument mit dem Zigarettenrauchen. Mhm. Das Argument war, ich soll nicht mehr in einem Raum rauchen, weil ich unter Umständen durch das Passivrauchen andere Menschen dann auch in ihrer Gesundheit gefährde. Das war dasselbe Argument. Das ist etwas, was ich gerne noch mal vertiefen möchte. Fernab jetzt, ob die Maßnahmen richtig waren oder nicht. Viele haben sich darüber aufgeregt, dass diese Form von Begründung in meine Freiheitsrechte eingreift. Nach dem Motto, also es mag ja sein, aber wenn ich trotzdem auf die Straße will und joggen will oder was anderes machen will, dann soll der Staat mir das nicht verbieten. Aber wir haben ja solche Beispiele, dass es verboten wird. Übrigens, die Anschnallpflicht ist auch etwas, wo wir gesagt haben, unsere körperliche Freiheit, wir können uns im Auto nicht mehr so bewegen. Es ist also nicht nagelneu, was wir diskutieren. Ist das etwas Valides, dass in einer Gesellschaft Solidarität, das waren ja die Stichworte, Rücksichtnahme, all solche Dinge, von Bedeutung sind und damit der Freiheitsbegriff dann doch gerade in einer modernen Gesellschaft einschränkbar wenigstens verhandelt werden kann? Und was sind vielleicht die Gründe, unter denen wir das tatsächlich einschränken können? Nun, die Gründerväter des Liberalismus sind natürlich immer davon ausgegangen, dass in einer geordneten Gesellschaft meine Freiheit die Grenzen an den Freiheitsspielräumen des anderen hat. Und das muss auch gesagt. Demokratisch ausdiskutiert werden, wo die verlaufen. Die Gurtpflicht ist ein falsches Beispiel, Michelle, weil die Gurtpflicht schützt nicht die Gesundheit der anderen. Und das Rauchen. Das Passivrauchen ist wieder das richtig, aber die Gurtpflicht. Gut, dann nehmen wir Passivrauchen. Gut, die Gurtpflicht gehört dann nämlich nicht rein. Ich ziehe das zurück. Gut, okay, du ziehst die Gurtpflicht. Dann aber reden wir über das Rauchen. Aber haben wir auch bei der Gurtpflicht heute Probleme, das durchzubekommen? Und in einer Demokratie muss sowas diskutiert werden. Es gibt die eine Partei, die es so sieht, es gibt eine andere Partei, die es anders sieht. Die müssen gucken, wie sie einen Kompromiss oder eben in dem Fall keinen Kompromiss, sondern eine Lösung finden. Das sind demokratische Prozesse. Und ich kann doch nirgends in Stein gemeißelt finden, wie eben, das ist das ganze Spiel einer liberalen Demokratie, genau das auszutarieren. Naja, ich komme auf den Punkt zurück. Ich glaube, dass wir das nicht, also es gab zum Beispiel ein Land wie Schweden, ich vermute, wir sind uns einig, dass die auch eine Demokratie sind. Schweden, was mussten die sich anhören? Was das für gewissenlose Menschensterbenlasser sind? Ich weiß, es ist im Augenblick ein großer Deutungsaufwand. Also ich finde, um das auch einmal zu sagen, ich fand das ohnehin sehr problematisch, dieses Scoring, wer kommt besser durch die Pandemie, wo ich dachte, wir haben hier eine existenzielle globale Situation und nicht irgendeine perverse Weltmeisterschaft. Aber mal davon abgesehen. Scheint Schweden nicht so schlecht, um jetzt die von mir eigentlich verachtete Formulierung zu nehmen, nicht so schlecht durch die Pandemie gekommen zu sein. Die haben in einer viel höheren Weise den mündigen Bürger ins Visier genommen, haben gesagt, wir beschreiben, wie die Risiken sind, wir gehen davon aus, dass sich Menschen fähig sind, verantwortlich zu verhalten, weil wenn ich das nicht mehr glaube, wenn ich das alles regulieren muss, dass Bürger bereit sind, sich verantwortlich, solidarisch, rücksichtsvoll zu benehmen, dann sind wir sowieso in schwierigen Gewässern. Und die Schweden haben immer zugegeben, dass sie gepennt haben, was die Altersheime angeht, wo wirklich Hochvulnerable sitzen. Das haben sie zugegeben, auch finde ich sehr offen und sehr schnell. Da hat keiner versucht, da was rechtfertigend wegzudrücken. Also zum Beispiel die Schweden haben mich tatsächlich eher beeindruckt als ein Land, wo ich sage, aha, ja, das rechnet viel mehr mit dem, was für mich ein Kernbestand, weil das gehört ja. Also Freiheit ohne das Gefühl, dass ich verantwortlich für mein Handeln bin, das ist freie Wildbahn, das ist Prärie. Das ist ja nicht, also
den Freiheitsbegriff können wir in der Demokratie. Es ist die Aufgabe von Gestaltung. Es ist die Aufgabe von Gestaltung, diese Ambivalenz herzustellen. Also das blinde Vertrauen, um den Vertrauensbegriff nochmal. Ja, aber es war ja auch nicht blind. Nein, aber ich will nur damit sagen, es ist permanent so, dass man die Frage stellt, ob der Gesetzgeber irgendwann mal reguliert. Alle Strafgesetze sind so entstanden. Alles, was Gesetze macht, ich bin ja auch Jurist, entsteht so, dass man einerseits sagt, natürlich vertrauen wir jedem Menschen, aber wir sehen Entwicklungen, wo wir eingreifen. Sie greifen ja gerne oft ein. Ja, also ich nehme jetzt einfach die Meinung. Nein. Ganz persönlich, träume jede Übergang. Nacht davon, genau. Wo kann ich eingreifen? Ja, also jetzt, wenn ich Thea ernst nehme, heißt es, Sie haben doch nicht so viel Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen. Naja, also ich habe, ohne Vertrauen in die Bürgerin geht es ja gar nicht. Also man kann keine Politik, die ist wirklich zum Scheitern verurteilt. Das würde ich erstmal teilen. Aber ich habe natürlich auch hier wiederum ein Problem, wenn ich sage, naja, ich vertraue einfach darauf, auch andere Leute vertrauen ja in die Politik, geschützt zu werden. Und das ist ja genau an dem Punkt, wo es um den Schutz geht. Natürlich sagt auch eine ältere Person, und gerade in der Situation, wo ich Risikoabwägungen auf Basis von wenig Wissen unglaublich schnell treffen muss. Im Nachhinein, ich glaube, man findet fast keinen Politiker in diesem Land, der nicht sagt, die Kita-Schließungen waren falsch. Zu dem Zeitpunkt, wo sie entschlossen wurden, wussten wir nicht, wie gefährlich ist dieses Virus auch für Kinder. Könnte es sein, dass hier Kinder gerade akut gefährdet werden, die auf eine Art und Weise geschützt werden müssen. Das heißt, das ist ja eigentlich die Aufgabe der Politik. Nicht, dass ich nicht dem Einzelnen zutraue, für sich gute Entscheidungen zu treffen, aber ich auch eine Schutzverantwortung gegenüber anderen Gruppen habe. Und ich fand es ganz spannend bei dem, was Sie gerade so aufgemacht haben, so, das ist ja eigentlich, ich bin jetzt nur gescheiterte Juristin, aber das ist ja sozusagen der Kern von staatsvertraglichem Denken. Also der staatsvertragliche Denken ist ja sozusagen, der Grundsatz ist immer, der Mensch gibt einen Teil seiner ganz individuellen inneren Freiheit auf, gibt das einem Staat, der dafür eine Ordnung schafft, die wiederum andere Formen von Freiheit birgt. Mhm. Also ich werde nicht umgebracht, wenn gute ich jemand seinen Apfel wegklaue oder sowas. Rechtsphilosophie. Und das ist ja auch tatsächlich das, ne, das Prinzip, ich rase halt nicht in der Stadt mit 180 rum, weil ich würde jemanden überfahren, aber dafür kann ich mich auch selbst darüber lassen, wenn ich morgens mein Haus verlasse, werde ich nicht überfahren. Das heißt, das ist ja immer die Grundlage von staatlichem Handeln. In einer gewissen Weise eine Anarchie, ein Gegenstück zur Anarchie, dem entgegenzuwirken, das heißt Ordnung auch zu organisieren. Und das mit dem größtmöglichen Grad an Freiheit zu machen. Und da ist natürlich genau die Frage, in Krisensituationen und in Schutzsituationen komme ich plötzlich an den Punkt, wo ich sagen muss, wie hoch ist denn dieser Grad? Was ist da noch möglich? Ich glaube, das und deshalb geht es gar nicht um die allgemeine, kann man Freiheit einschränken? Ja, sonst gäbe es keine Politik. Also sonst. Aber die Frage ist, wie man das macht. Also jede Ordnung funktioniert natürlich so, dass es diesen Staatsvertrag gibt. Du gibst deine ursprüngliche Freiheit auf und dafür gebe ich dir sozusagen gewisse Sicherheiten. Die Demokratie unterscheidet sich dann von anderen Staatsformen dadurch, dass die Frage, wie man das macht und welche Freiheiten man wie jetzt organisieren will, tatsächlich auch noch selbst über sich bescheiden muss. Ja. Ich habe jetzt, Frau Dorn, ich habe Sie so verstanden, dass Sie sagen, ist ja alles wunderbar, aber wir müssen uns eben immer auch die Zeit nehmen können. Und Ihr Gefühl ist, dass das in der Pandemie einfach nicht mehr passiert ist, sondern man hat diktiert. Man hat also relativ schnell einfach entschieden von staatlicher Seite, die Freiheiten werden eingeschränkt. Und es gab überhaupt nicht die Zeit, dieses über sich selbst bescheiden, über sich selbst eigentlich bestimmen, einzulösen. Und das haben andere Staaten vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ist das das Problem, dass wir, egal, auch wenn wir uns in einer Krise mit sehr dramatischer Zeitlichkeit befinden, dennoch die Zeit nehmen müssen, selbst wenn das ein hohes Risiko ist? Man muss einschätzen können, wo man Zeit hat und wo nicht. Also zum Beispiel, als es anfing, also angefangen hat es ja wahrscheinlich schon viel früher, aber als das Bewusstsein, dass da was auf uns zukommt, bei uns endlich angekommen war, also so im Februar, ja, letzten Endes erst im Februar 2020, da war keinem, auch keinem Mediziner, mit dem ich geredet habe, hat irgendwie daran gezweifelt, dass wir jetzt sofort alles, was wir irgendwie runterfahren können, runterfahren müssen. Das sind überhaupt nicht meine Diskussionen. Wenn ich mich auch recht entsinne, ich habe, glaube ich, im November 20 zum ersten Mal einen Text veröffentlicht, der anfing, sich kritisch zu fragen, ob das wirklich alles so alternativlos ist, wie es uns gerade dargestellt wird. Also das war dann doch immer ein halbes Jahr später. Das heißt, ich glaube natürlich, dass es wirkliche Katastrophen-Notsituationen gibt, die eben diesen Zeitdruck, wo klar ist, kein Mensch hat jetzt noch, also wir können noch lange diskutieren und derweil brennt das Haus ab. Das ist selbstverständlich. Ich glaube, wir müssen nur in Demokratien sehr genau und wirklich sehr, sehr genau gucken, wo sagen wir,
benutzen wir den Begriff der Katastrophe, wo ich auch sage, Katastrophen vertragen sich nicht mit demokratischen Prozessen. In Katastrophen muss entschieden und schnell reagiert werden. Und wo sprechen wir von dramatischen Herausforderungen? Ich will das überhaupt nicht kleinreden, weil das sind, glaube ich, falschen Alternativen. Mhm. Aber dieser Unterschied ist für mich alles entscheidend. Katastrophe, Schluss mit demokratischem Palaver, dramatische Krise, die einzige Chance, den demokratischen Diskurs offen halten, auch den wissenschaftlichen. So, und jetzt wird es ja spannend, weil in diesem Raum schon ein Teil der Leute sagen würde, jetzt ist Katastrophe, andere würden einen anderen Maßstab setzen. Und das ist ja genau das, wo dann diese Polarisierung stattfindet. Mhm. Also ich sehe die Katastrophe immer noch und du sagst, Leute, jetzt guckt euch das mal an. Und jetzt streiten wir über etwas, was eine subjektive Einwendung ist. Und ganz ehrlich gesagt, die ganze Experteritis ging mir bis heute auch bei dieser Kriegsauseinandersetzung tierisch auf den Keks, weil wer alles Experte ist und in den Medien, das ist ja ein neuer Beruf. Das ist ein neuer Beruf. Wer alles berufen ist zu diesen großen Themen der Welt, wo die meisten Menschen immer noch nicht so genau wissen, mitreden zu können, das ist ja jetzt in dem Ukraine-Krieg genau dieselbe Situation. Im Prinzip sieht man bei den drei Fragen Flucht, auch Corona und dann jetzt beim Krieg, dass es irgendwann mal immer mehr Menschen gibt, die mit Kompetenz glauben, Definitionen abgeben zu können, wo viele völlig überfordert sind trotzdem, weil nicht diese Informationen bei allen sind. Aber nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel wie beim Krieg. Da ist ja eine ähnliche Dynamik. Wer also sagt, es sollen keine Waffen mehr geliefert werden, gilt, wie hast du das gesagt? Nein, das haben wir ja zurückgenommen mit dem Staatsfeind. Okay, weg. Also. Das gehört zu den guten Regeln des Miteinanderstreitens. Ja, ich bin ja wunderbar. So, also wir haben das ja immer wieder. Die Grünen haben das jetzt mit ihrer Wärmepumpe. Das ist ja alles völlig egal. Irgendwann hat man das Gefühl, alles ist ausgelutscht. Mhm. Alles ist ausgelutscht. Jeder hat Wärmepumpe, schon, alles. Ja, weil wir reden hier über Dynamik. Ja. Alles ist ausgelutscht. Alle haben zu allem irgendwas gesagt. Alle haben eine Meinung, alle haben eine Haltung. Und jetzt verhärten sich die Fronten. Jetzt geht es nicht mehr darum, zu diskutieren, zu streiten, sondern, wie du zu Recht gesagt hast, Recht behalten zu wollen, was der Tod des Streits ist. Das ist ja ein Phänomen, das wir in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in den Demokratien sehen, wie weit die digitale Welt dazu eine Rolle spielt. Aber Politik spielt damit auch ein Rollenspiel. Ich will gleich an einer Stelle widersprechen, dass wir die gleichen Dynamiken sehen, dieser Debatte um Krieg und Corona und Klimakrise und sowas. Weil gerade wenn wir es von der Freiheit her denken, dann ist es bei Klimakrise und Corona aus meiner Sicht viel mehr dieses, was passiert eigentlich mit meiner individuellen Freiheit. Das haben wir in der Kriegsdebatte sehr viel mittelbarer. Also wir haben natürlich die Frage von, wie weit sind wir zu opfern? Muss ich frieren für die Ukraine? Das ist natürlich schon, also sozusagen, sind wir bereit, es zu opfern für die Freiheit von anderen? Oder wo endet eigentlich unsere Freiheit? Mhm. Ist die Freiheit der Ukrainerin eigentlich auch unsere Freiheit? Ich würde sagen, ja. Also weil die europäische Freiheit kann sich... Aber deshalb will ich da schon nochmal unterschieden, weil was ich bei Klima und Corona nochmal in besonderem Maße ein bisschen eine andere Tendenz fand, war dieses das, was wir gerade besprochen haben mit Staatsvertraglichem, mich dem so zu entziehen. Also Freiheit zu definieren als, ich habe nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun, die Gesellschaft darf mir nicht reinreden. Dieses sich eigentlich so separieren aus der Gesellschaft und das Solitäre als Freiheit zu definieren. Das war was sich da total durchgezogen hat. Das würde ich jetzt nicht im gleichen Maße, oder zumindest müsste ich noch mal drüber nachdenken, ob man das auch im gleichen Maße in dieser Kriegssituation sieht. Aber ja, natürlich haben wir eine Verhärtung der Debatte. Ich frage mich manchmal sogar selbst, ob es auch ein bisschen an der Wiederholung liegt. Also als ich uns gerade gesagt, irgendwann ist alles einmal gesagt worden. Ne? Und ich meine, wir haben jetzt mittlerweile, und jetzt, ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich nie wieder eingeladen, wenn ich den ganzen Abend nur über diese Talkshows lästere. Das heißt, ich hoffe, dass niemand das sieht hier. Aber man hat ja auch da ein bisschen die Tendenz, mittlerweile gibt es irgendwie 5 große, 6 große die Woche. Dann teilweise, also dann habe ich Einladungen, 3-mal hintereinander in einer Woche zum Thema Heizen. Und ich denke so, was, die Leute können es doch nicht mehr hören. Es ist ja alles gesagt zu diesem Thema. Und das ist ja tatsächlich dieses, ne, wir wiederholen den gleichen Streit immer und immer wieder. Und wir wiederholen ihn natürlich auch sehr gerne auf der möglichst platten Form. Also, und zum Beispiel bei diesen Waffenlieferungen, das ist ja eine total interessante Frage, wenn ich gar nicht nur darüber rede, sollen wir oder sollen wir nicht. Vielleicht, wahrscheinlich sind dann auch nicht alle Argumente ausgetauscht, sondern was ist denn das Ziel davon? Mhm. Wo sehe ich eine Verhandlung in diesem Krieg? Führen Waffenlieferungen eigentlich dazu, dass ein Verhandlungs-
Potenzial steigert oder dass es weniger wird? Wie könnten solche Verhandlungen geführt werden? Was kann das Ergebnis davon sein? Zu den Debatten kommen wir ja meistens gar nicht, weil wir an der ersten Stelle stehen bleiben, an dem ersten sozusagen mein Argument, dein Argument. Aber weil natürlich auch viele Formate, die da genau darauf ausgelegt sind, die aber wollen ja eigentlich auch Sie wissen, dass Sie frei sind, Nein zu sagen zu einer Einladung. Mach ich. Ich wollte die Frage machen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil einerseits, es geht ja um Öffentlichkeit, das ist ja auch völlig legitim, auch das ist ja hier eine Öffentlichkeit, aber streiten Sie sich deswegen nicht um tiefere oder zukünftige? Das ist ja auch interessant. Wenn man so etwas entscheidet, hat man ja eine Prognostik für die Zukunft bereits mitgegeben. Ich tue das, weil ich glaube, irgendwann wird dann irgendetwas besser. Das ist ja auch schon wieder so eine Anmutung und Zumutung, zu glauben, das sei alles linear, was dann passiert. Aber was Sie gerade über diese Frage Beteiligung am Krieg sagten, ich glaube, spannend fand man doch und findet man heute noch, auch im politischen Diskurs, wie weit, und das meine ich jetzt ohne jede Ironie, weil das wirklich, wie weit Koalitionen in der Lage sind, so auseinanderzudriften bei wirklich existenziellen Themen. Das war übrigens bei Covid auch so, dass ja spätestens mit diesen seltsamen Ministerpräsidenten, Präsidentinnenrunden, man das Gefühl hatte, also Moment mal, was ist... Also zu wenig Streit hatte man da nicht. Doch, weil das kein Streit war. Das war so ritualisiert. Und das will ich jetzt auch nochmal einführen, weil Sie das gerade mit den Talkshows gesagt haben. Das ist ja nicht nur bei Talkshows. Wir haben doch auch was sehr Ritualisiertes. Also der eine ist für die Gendersprache und der andere sagt sofort, Gendersprache ist autoritär aufgewühlt. Und ich muss mich dem. Aber das sind halt die Reizwörter, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Aber am Ende des Tages geht es natürlich in der Politik auch darum, tatsächlich die Kontroversen herauszuschälen und sie tatsächlich so zu ritualisieren, dass die Alternativen auch klar hervortreten. Also da würde ich sagen, das ist erstmal gar kein Problem. Ich empfinde übrigens auch die Covid-Pandemie und die Diskussion in der Covid-Pandemie viel streitiger als andere. Und was mich wirklich, jetzt kann ich es endlich mal sagen, ich habe ein Mikrofon, was mich wirklich, wirklich fassungslos macht, ist, dass plötzlich lauter Politiker Interviews geben im Fernsehen und in den Printmedien und sagen, sie hätten so riesige Fehler gemacht und sie hätten damals gar niemals andere Meinungen zur Geltung kommen lassen. Laschet geht on record und sagt, es sei nie über die Risiken von Impfungen gesprochen worden. Ich weiß nicht, wie viele Sendungen ich dazu gesehen habe. Das kann doch nicht wahr sein. Das macht mir viel mehr Sorgen. Was ist da los? Wie kann es sein, dass wir plötzlich Eingeständnisse von Schuld haben, wo vorher gar nichts passiert ist? Also das ist doch fatal. Warum ist das fatal? Das ist fatal, weil natürlich Zurechenbarkeit. Also in einer Debatte müssen wir doch auch immer in der Geschichte sozusagen zurückgucken können und sehen können, wo ein Argument herkommt, wo eine Position herkommt. Wenn das aber auch beliebig geworden ist, wenn die eben auch durch eine Blase entstehen können, haben wir ein Problem, aber weil wir gar nicht mehr wissen, wo wir stehen. Da bin ich jetzt wieder bitten. Ja, genau. Sind das wir nicht ist dein doch wieder an dem Punkt? Also erzählt so ein Verhalten nicht. Ich komme auch auf meinen Begriff der Angst zurück, dass es einen immensen Angstlevel gibt, dass wenn man eben das maximal negative Label, das ist im einen Kontext, werden ja dann auch Menschen, die definitiv keine Nazis sind, gerne mal als Nazi beschimpft. Aber die sagen dann auch, das ist der Vergleich mit dem Judenstern. Nein, der hat einen groben Mist gebaut hier in dieser Stadt in Frankfurt am Main. Boris Palmer hat einen riesigen, hat sich wirklich um nicht Kopf und Kragen, sondern um Vernunft und Verstand geredet und um Anstand obendrein. Und er hat die Konsequenzen erstmal gezogen, man wird sehen, wie es mit ihm weitergeht, aber erstmal, finde ich, verdient er dafür einen Hauch von Respekt, dass er doch sehr konsequent dann am nächsten Tag eingesehen hat, dass er was gemacht hat, was man als anständiger Mensch nicht machen kann. Und ja, der ist schon früher Konsequenzen ziehen. Ja, also ich würde auch sagen, Anstand hätte er früher. Also aber lassen wir mal den Fall Palmer. Nein, aber bleiben wir jetzt mal bei dem. Nein, du hast es angebracht. Ja, bleiben wir mal bei. Weil das erzählt doch, dass zum Beispiel ein Laschet anfängt. Also zum einen glaube ich tatsächlich, Herr Laschet hatte ja auch damals Gegenwind, der war ja der einzige Expertenrat in NRW, der etwas diverser im Sinne von, da saßen nicht nur Virologen drin und nicht nur... Da saß der Streeck drin, da saß der Herr Richtung, da saß zum Beispiel Herr Streeck drin, so. Und dafür wurde der auch schon sehr angefeindet. Und das Laschet dann irgendwann, das hatte sich dann eben aber auch irgendwann verlaufen bei ihm, weil der
Da würdest du jetzt, Michelle, wieder sagen, ja, da muss man halt die Muckis behalten. Da darf man sich nicht beeindrucken lassen, wenn man so viel Gegenwind kriegt. Ich wenn komme man wieder mit dem Kandidat Punkt, werden will. Na, es hat ja auch glorios geklappt, wie genau. man gesehen hat. Ja, also ich selber ertappe mich doch manchmal dabei. Und ich würde sagen, ich habe ziemlich gute Nerven, was Diskussionen angeht und auch was Einstecken und Aushalten angeht. Es gibt einfach manchmal diese Tage, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass du wirklich jedes Wort, das du sagst, auf eine Goldwaage legen musst, weil wichtiger Begriff, den wir inzwischen in unseren Debatten haben, wir sind gnadenlos. Mhm. Und diese Gnadenlosigkeit sorgt dann dafür, dass ein Laschet sich vorsichtshalber auch mal für irgendwas entschuldigt, was das vielleicht gar nicht der getan. Fall war. Widerspruch. Das glaube ich in der Situation nicht. Also ich glaube, diese Gnadenlos haben wir, aber das war ja ein bewusst gesetzter politischer Move. Also das war ja sozusagen welcher jetzt? Von Armin Laschet. Das jetzt sozusagen zu sagen, ich glaube nicht, dass das war, ich muss mich... Für wen muss er sich entschuldigen? Ich glaube nicht, dass das ganze Land sich gefragt hat, wie steht Armin Laschet heute sozusagen zu dieser Politik oder so. Aber das in welchem Kontext war das eigentlich? Das wollte ich nämlich nachfragen. Was ja auch okay ist, aber was ich falsch finde, es ist ja was anderes, ob ich über meine eigenen Fehler rede und sage, da habe ich einen Fehler gemacht, oder ob ich behaupte, darüber hat damals niemand geredet. Und ich finde, das ist der Unterschied. Weil da habe ich mich auch über seine Aussagen geärgert. Heute zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, das ist ja sogar was, was wir Politiker wahrscheinlich oft mehr tun sollten, als wir es tun, auch einen Fehler einzugestehen. Aber aus dem eigenen Fehler abzuhandeln, vielleicht zu sagen, ich habe das damals nicht genug gesehen, zu machen, die Gesellschaft, diese Stimmen wurden nicht gehört oder so. Aber das finde ich. Moment, ich will mal den Begriff der Gnadenlosigkeit aufgreifen. Dazu gibt es ja ein politisches Marketing-Kommunikationsmodell und das heißt Robert Habeck. Und dieses Kommunikationsmarketing. Dass er gnadenlos ist? Nein, das will ich ja nicht. Er hat gerade gesagt, das Gegenmodell. Das Gegenmodell. Also, Robert Habeck erklärt im Vorhinein, mittendrin und im Nachhinein seine ganzen Gefühle, die er dann so hat und die er dann nicht hat. Ist extrem durchlässig. Ich bin dann auch wirklich immer sehr neugierig und denke mir, okay, Psychologie gestern. Aber die Frage ist doch zwischen dieser Ambivalenz einerseits dieses Gnadenlosseins und andererseits ein Kommunikationsstil, den ich auch wirklich, deswegen sage, das klingt manchmal so, es ist nie ironisch gemeint, sondern ich beschreibe da etwas zu sagen, ich erzähle parallel zu meinem schweren Job, zu den ununterbrochenen Risiken, die ich entscheide, die ich durchboxe, von denen ich aber überzeugt bin, das sind die richtigen, die zu tun sind. Ich erzähle aber gleichzeitig, dass ich nicht da loslaufe, sondern wie Thea sagt, ich denke darüber nach, ich bin ambivalent, ich bin oft auch gestört, aber ich muss ja, denn irgendwie weiß ich, wie es lang geht, zwischen diesen beiden Stilen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, welches mich mehr irritiert. Kreuzen Sie das Verb. Irritiert. Wunderbar, genau. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass er irritiert im Kopf hatte. Mit der Gnadenlosigkeit brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Mhm. Aber ist das so ein Modell, das wir wirklich dann auch wollen? Aber war Gnadenlosigkeit als Stil der Kommunikation gemeint oder als Reaktionsmuster? Naja, also auch die Fragen man reagiert kommen ja wieder deswegen auf den so. Punkt, den ich vorher, also eben ein Lungenexperte, dessen Stimme man gerne und gut hätte hören sollen, hat sich zurückgezogen, weil er sagte, diese Art der Gnadenlosigkeit, der Reaktion, wobei der meines Wissens nicht den Hauch von Unsinn geredet hat, sondern vernünftige Also wir Dinge, reden von Shitstorms. Ja, genau. Genau. Und ich weiß nicht, ob eine Demokratie sich auf Dauer aber das leisten kann. Aber früher konntest du dich im Dorf nicht sehen lassen, wenn du nicht die Meinung hattest, der 99%. Also diese ja, Art von Gnadenlosigkeit, dass Menschen gegenüber aber aufbringen, Michelle, das ist doch nicht ist neu. Ist doch nicht die große politische Bühne, wo die Diskurse, also natürlich nein, wird auch die am Dorf sind halt jetzt eine Menge durch die sozialen Medien nochmal vorgeprägt. Aber, ich würde, also wir ja, aber es ich kam auch analog. Der ist jetzt virtuell. Ja, aber die sozialen Medien, ich glaube vorher, du hast auch dieses Thema einer Echoblasen, Echokammer, da habe ich auch gemerkt, jeder mal am Stammtisch auf dem Land war, der weiß, dass die größte Echokammer der Welt ist. Und trotzdem, was ich ganz interessant finde, ich hatte vor kurzem einen Film angeschaut, das sind die Unbeugsamen, wo es um die Geschichte von den ersten Frauen, die also ganz vielen ersten Rita Süßmuth und so. Und da ging es mir selbst, was ich gedacht habe, boah, krass, wie die damals im Parlament geredet haben und krass, wie die auch in Interviews geredet haben, weil die super... Also die wirken aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt sozusagen mit, man hat 1000 Rhetorikkurse gemacht und irgendwie Dinge und Talkshow-Vorbereitungen, wirken die auf dich total unvorbereitet und unbedarft. Also du hast das Gefühl, die gehen da hin und so, die waren bestimmt vorbereitet, aber es hat diese Tendenz von, man geht da hin und erzählt einfach mal was, weil man sich, glaube ich, ein bisschen weniger Gedanken gemacht hat, was kommt daraus. Und das würde ich schon sagen, weil nämlich gnadenlos das Wort wäre, das ich wählen würde,
aber in der öffentlichen Auseinandersetzung, vielleicht war es damals auch so, aber die Tendenz, immer das Schlimmste anzunehmen. Mhm. Also diese Schnipselhaftigkeit der öffentlichen Debatte, die wir haben. Dass sozusagen ich immer weiß, und das weiß ich ja, das weiß ich ja auch hier, wenn ich jetzt sitze, wahrscheinlich ist, meine, wenn meine Pressestelle jetzt dabei wäre, wären die nachschauen, so, Gott, Ricarda, was hast du da erzählt? Weil tendenziell jeder 15-Minuten-Schnipsel oder 15-Sekunden-Schnipsel im Zweifel sogar rausgerissen werden kann. Und das macht uns natürlich langweiliger. Das würde ich schon sagen. Ich glaube, da ist das von Robert Habeck auch ein Momentum, dem entgegenzuwirken. Zu sagen, naja, ich rede nicht in den 15-Minuten-Schnipseln, sondern ich erkläre mich, ich führe aus. Auch 15 Minuten ich lasse zu. Am Ende. Genau, das sind aber, auch, das aber eine Sekunden, Sekunden. Also, ich muss eine Frage stellen, weil es mir wirklich nicht aus dem Kopf geht. Ich würde dich das gerne konkret fragen. Hast du manchmal, wenn du redest, du jetzt, das Gefühl, dass du eine innere Zensur oder eine Schere hast, weil du befürchtest, dass dir etwas rausrutscht, ich sage es jetzt mal so, wie jedem etwas mal rausrutscht, und dass die Konsequenzen einfach überdurchschnittlich unverhältnismäßig sind, um mal die Gnadenlosigkeit zu beschreiben. Unverhältnismäßig. Mhm. Ist das bei dir auch schon so angekommen? Ich hoffe nicht, dass ich die Schere im Kopf habe, aber ich würde sagen, Auftritte sind angstbesetzter, als sie noch vor 5 bis 10 Jahren waren, ja. Bei Ihnen? Ja. Also ich habe durchaus Momente, wo man denkt, ne, genau dieses sozusagen, du könntest es jetzt vielleicht 5-mal verständlicher ausdrücken und einfacher oder auch ehrlicher, emotional direkter, aber es könnte missverstanden werden. Und du? Nachdem du ja meistens recht hast, ist das kein Problem. Das ist meistens kein Problem für mich. Ich achte schon darauf, dass die Sprache, die ich auf einer Bühne verwende, eine andere ist als die, die ich im Privatleben verwende. Oh. Mhm, das schon. Ja, aber das, ich ziehe auch, wenn ich mich hier hinsehe, also ich sitze nicht zu Hause so, also ich ziehe auch andere Kleider an von der Seite her. Das ja, finde ich ist nicht der Punkt. Also ich sitze auch zu Hause ab und zu. Das habe ich befürchtet. Also nein, aber der Punkt ist, glaube ich, wirklich, es hat was mit den eben, es sind ja leider nicht 15 Minuten, sondern es sind wirklich eben eher fatale 15 Sekunden. Das hatte ich früher, ich meine, ich bin jetzt demnächst dann 30 Jahre im öffentlichen Ring unterwegs. Dieses teilweise wirklich nachts senkrecht im Bett sitzen und den Abend vorher in der Rewind-Taste nochmal durchzuspulen, zu sagen, Gott, eben war da dieser berühmte Halbsatz drin, den du aus dem Kontext reißen kannst, den loopt irgendein Pardon-Depp im Netz, das Ding geht viral und du kriegst das, ich bin aus diesen Gründen, weil ich diese Art von Schlammschlachten nicht ertrage, ich bin auf keinem einzigen sozialen Medium oder asozialen Medium unterwegs. Das heißt, ich habe auch erstmal da nicht meine loyalen Fußtruppen, meine Followers, die dann gegen Shitstormen und schreiben, ihr seid in Wahrheit die Blöden oder die was auch immer. Und das macht was. Und das ist natürlich, also zum Beispiel jetzt hier auch im Vorfeld dieser Veranstaltung, ein Freund, auf dessen Urteil ich sehr viel gebe, hat gesagt, Thea, geh da nicht hin. Das ist viel zu gefährlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwie eben, dass Michelle dich provoziert, dass du... Aber Michelle ist der harmloseste in diesem Moment. Ja, okay. Vorurteile, ja. Genau, hat so viel damit zu tun. Also eben, dass es da so ungefähr so hitzig wird, falls der jetzt vor dem Bildschirm sitzt, wird der schon seit 60 Minuten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also dass es genau so läuft, wie es läuft. Wo ich aber auch sagen würde, ich habe uns unfreundlich erwartet, alle miteinander. Nein, also ich würde auch sagen, das ist jetzt ein lebhaftes Streitgespräch. Mhm. So, aber ich muss gucken, wie ich mir verbiete, dass ich heute Nacht wach im Bett sitze, gut, dann, um mich zu fragen. Dann würde ich gerne dir eine Frage stellen, damit ihr euch ein bisschen streitet. Worüber möchtest du dich mit der Parteivorsitzenden der Grünen streiten, wo du das Gefühl hast, dass... Naja, also ich ziehe mich jetzt ganz die Delegation der Moderation, nein, ich will einfach nur nicht die Verantwortung tragen, dass dein Freund dann sagt, ich habe recht gehabt. Also, was würdest du dich denn, wo fühlst du dich, in welchem Bereich, man darf was sagen, man darf was nicht sagen, von der Haltung der Grünen etwas gegängelt oder gar nicht? Nein. Nein? Ich fühle mich nicht gegängelt. Also ich habe ja schon gesagt, also ich hatte, aber das war ja dann eher ein generalpolitisches Phänomen. Ich hatte während eben, ich bleibe dabei, während der Corona-Pandemie ab Herbst 2020 den Eindruck, dass wir nicht offen genug den Diskurs gehalten haben. Das heißt nicht, dass
um es nochmal klar zu sagen, nein, es war keine Diktatur, okay. Nein. Aber das ist jetzt wurde genau niemand das Momentum. Okay. Okay. Genau, das ist sozusagen der Disclaimer. Ich habe nochmal alles so gesagt. Dann versuche ich doch wieder, die letzten Jahre zusammenzubauen. Flucht, okay. Flucht, Corona, Krieg. Interessanterweise gibt es immer bei diesen drei Punkten die These, man habe nicht die Gegenposition ausreichend im politischen Raum präsentieren können und vor allen Dingen wurde sie nicht gehört, im Sinne auch, dass sie dann umgesetzt wurde. Darauf antworte ich immer, es gab eine politische Mehrheit, die hat sich das angehört, aber die war der Meinung, dass deine Kritik, ja, sprich sie aus, aber nicht maßgebend ist. Und diese Frustration, ich komme ja deswegen auf die gesellschaftliche Frustration, die ja immer getriggert wird neuerdings, ne? Nach dem Motto, naja, man redet in den leeren Raum auch, also die Merkel hat gesagt, alternativlos und all das, dieses Gefühl nicht hinnehmen zu können, dass das, was man selbst vertritt, nicht unbedingt dann zu dem wird, was politisches Handeln entscheidet, weil es eine andere Mehrheit oder einen anderen Blick gibt. Und dann radikalisiert sich das, dann frustriert sich das, dann sagt man, siehst du, wir können ja sagen, was wir wollen, die da oben machen, was sie wollen. Mhm. Ist das ein Phänomen oder ist das falsch beschrieben? Sie denkt. Ich denke nur. Ich kenne meine Freundin. Wenn sie denkt, lasse ich sie denken. Sie sortiert alles aus, was sie nicht sagen kann. Ja, genau. Sie denkt. Ich überspringe das mit dem Denken immer und fange an, sie denkt darüber nach, was sie nicht sagen soll, damit sie nicht von mir provoziert wird. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr spannend, dass Sie für diese These genau diese drei Phänomene genannt haben. Weil ich würde tatsächlich sagen, dass die Art und Weise, wie wir heute über Debattenkultur reden, auch was mit der Ära Merkel zu tun hat, weil Sie es gerade genannt hatten. Das ist, ich meine, ihr wird ja auch immer ein bisschen übertrieben, diese Alternativlosigkeit, dass Sie jetzt sozusagen immer für Alternativlosigkeit ist natürlich ein bisschen Bullshit. Aber was man schon sagen muss, ich würde sagen, in diesen 16 Jahren Merkel gab es bei vielen Themen eine Form der Entpolitisierung des Politischen. Also zum Beispiel bei der Wirtschaftspolitik. Es gab einen Eindruck, und Nord Stream 2 ist dafür immer nur das sinnlichste oder das sozusagen sinnbildlichste Beispiel, wo ja immer gesagt wurde, das ist keine politische Frage, das ist ein privatwirtschaftliches Unterfangen. Das und hat Herr Frage, Scholz übrigens auch gesagt. Ja, ja total. Mit der jetzt Kanzler hat da ja auch gewisse Ähnlichkeiten mit Angela Merkel, würde ich sagen. Und deswegen sagen. Haben Sie Scholz jetzt zum Kanzler gemacht, weil Sie ähnlich sind und gleichzeitig kritisieren Sie Frau Merkel. Naja, da ist ein also, logischer Bruch. Wenn ich in einer Koalition meinen Kanzler nicht mehr kritisieren kann, wo wir Moment, das ist ja was Grundsätzliches. Ich habe Ihnen ja genau zugehört. Hätte ich Armin Laschet zum Kanzler machen sollen? Ganz ehrlich gesagt, wem Sie zum Kanzler hätten machen sollen oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Sie kriegen ja schon nervöse Reaktionen, wenn Sie über all diese Namen reden. Ich wollte nur sagen, beim Krieg sagt doch auch Ihre Partei, auch nicht, wenn das Wort alternativlos fällt, wir müssen die Ukraine unterstützen. Und zwar auch mit Waffen. Aber das ist nicht alternativlos. Nee. Nein, ist Haltung. Das ist richtig. Das ist Haltung. So. Und diese Haltung, und das ist doch darüber, was wir reden, wird von einigen und nicht nur von Sarah Wagenknecht anders gesehen. Und in der Dynamik entsteht für die dasselbe Ergebnis. Wir haben eine andere Meinung, aber die ändern, die an der Macht sind, ändern nicht ihre Meinung. Ja, aber also ich meine, Sarah Wagenknecht hat alle Mittel, diese Welt in Deutschland. Nein, wir reden gerade nicht über sie. Aber über das Prinzip, was machen wir damit, wenn ständig ein Prozentsatz, egal wie hoch er jetzt mal ist, aber es ist eine Minderheit, das Gefühl hat, dass ihre Positionen nicht zählen, sich nicht durchsetzen können. Ich meine, Demokratie lebt ja letzten Endes auch davon, dass ich das Zutrauen habe, okay, beim nächsten Mal gewinne ich vielleicht. Aber was machen wir, wenn für einen Teil der Menschen dieses Gefühl, beim nächsten Mal gewinne ich vielleicht, nicht mehr existiert, sondern sie das Gefühl haben, dass sie dauerhaft verlieren? Hast du schon gedacht? Ich habe ein bisschen nachgedacht. Das ist perfekt. Und ich vermute mal, dass das viel größeres Thema berührt als das, worüber wir gerade reden. Und der Trend, das Zauberwort, hat natürlich auch was mit der Digitalisierung, heißt personalisieren. Also uns wird ja Tag und Nacht beigebracht, also das ist auch die vielbeschworene Krise der Parteien, die es ja auch durchaus gibt, dass man sagt, es geht eben nicht mehr darum, dass ich sage, da ist eine Partei, die vertritt mich und die stimmt eh, die passt mir nicht so richtig, aber so grosso modo finde ich mich mit der ab und die repräsentiert mich dort. Sondern uns wird ja beigebracht, dank Internet und so, es wird alles auf uns zugeschnitten, personalisiert. Also ja, auch neoliberale Wirtschaftspolitik war so. Ich. Ja, ja, ne, die wurde aber alternativlos wahrgenommen. Ja. So, und es ist aber
und jetzt krieg mal Leute dazu, die in ihrem Alltag gewohnt sind, dass permanent alles auf sie zugeschnitten wird. Krieg die mal dazu, dass die jetzt bereit sind, dieses Spiel, das mal setzt man sich durch, mal oder man hat eine große Loyalität, Solidarität mit einer Partei, die einem nicht wirklich passt und trotzdem sagt man, das ist meine Partei, anstatt ständig zu motzen, das passt mir an denen nicht und das passt mir an denen nicht und das passt mir an denen nicht. Deshalb, ich glaube, dass, also fürchte, das ist zum Beispiel für unsere Demokratien tatsächlich, also für die repräsentativen Demokratien ein richtiges Problem, dass diese Bereitschaft, sich mit A, was abzufinden, was einem nicht wirklich in den Kram passt, und B, darüber dieses Spiel zu haben, naja, ich muss halt auch mal zurückstecken können. Ja? Das ist das normale demokratische Spiel, dass meine Meinung sich nicht durchsetzt. Und uns wird doch permanent im digitalen Raum signalisiert, deine Meinung zählt, gib uns sofort ein Feedback, du bist so wichtig, du bist so toll. Aber, ich glaube, dass das eher der Hintergrund ist, vor dem wir diese Frage nur diskutieren können. Aber sagen die dann nicht alle, ich habe ja gar kein Problem damit, dass ich auch mal unterliege, aber wir hatten gar nicht die Zeit, das richtig zu diskutieren, weil meine Position nicht genügend zur Geltung gekommen ist? Ist das nicht so ein bisschen das Problem? Zumindest höre also, ich das. Also meinst du, ich weiß nicht, da müssen Sie jemand anders fragen. Also mein Problem war das nie, wenn ich den Diskurs diskutiere. Also ist völlig klar. Also meine, alle, die wir hier sitzen, wissen, wie wir Kanäle haben, wie wir zu Wort kommen und damit muss man leben. Dass man mal mehr und mal weniger gehört wird, das ist ein völlig normales Spiel. Naja, also ich würde erstmal, im Grundsatz würde ich immer zustimmen, das ist ja so ein bisschen dieser Muskel der Demokratie, naja, Leute müssen halt auch mit Demokratie leben können und das heißt, ich gewinne mal, ich verliere mal und das heißt, ich muss mich einbringen, Mehrheiten für meine Meinung organisieren und ich habe sozusagen kein Anrecht auf eine Mehrheit. Das ist ja eigentlich das, was dahinter steht. Ich muss akzeptieren, dass eine Mehrheit sich anders entscheidet als ich und ich habe kein Anrecht auf eine Mehrheit. Natürlich, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, in dem Bogen, den Sie aufgemacht haben, haben wir natürlich das Problem, dass wir eine bestimmte Gruppe haben, die da ja immer ein bisschen raus ist. Also es ist ja schon so, dass das Thema Klimaleugner, Querdenker bei Corona und ich würde mal sagen, ein bisschen ins wirklich weit rassistische Abwehr bei Flüchtlingen. 5% Reichsbürgeranhänger. Das ist ja sozusagen ein Konglomerat. Die haben sich jetzt, das ist ja nicht, das sind ja nicht unterschiedliche Leute. Also ich meine, ich sehe ja teilweise, komme ich wohin, wo ich vor anderthalb Jahren auf einer Podiumsdiskussion war und damals hatten halt die Leute irgendwie ein Corona-Schild in der Hand und die gleichen Leute haben jetzt ein Anti-Flüchtlingsschild in der Hand. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn ich eine Gruppe habe, die dauerhaft das Gefühl hat, es gibt für mich gar nicht mehr den Ansprechort, wo ich das einbringen kann. Da muss man schon sagen, Parteienkrise wurde angesprochen. Wir haben natürlich nicht mehr das klassische Bild der Volksparteien. Also diese Situation, wo die Volksparteien eine integrative Wirkung in ganz breite Teile der Gesellschaft hatten, ne? Wo dann unter diesem großen Dach, einmal ein bisschen konservativ, einmal ein bisschen sozialdemokratisch, die Leute zusammengekommen sind und da gesagt haben, ja, da setze ich mich ein bisschen durch, da setzen sich ein bisschen die anderen durch und irgendwie kommen wir zusammen. Das gibt es natürlich in der Form tatsächlich nicht mehr. Auch andere gesellschaftliche Institutionen, die eher diese Rolle hatten, die Kirchen, die Gewerkschaften, also vielleicht, ja, aber ich weiß, ich habe jetzt nicht die perfekte Antwort, was man da tun kann, dass wir einen bestimmten Teil der Gesellschaft haben, der keine integrativen Institutionen mehr hat, der sich aus denen zurückgezogen hat und vielleicht auch nicht mehr das Gefühl hat, dass es welche gibt, die ihm eine Stimme geben können und damit natürlich in ein Ohnmachtsgefühl fallen. Und dieses Ohnmachtsgefühl wird dann wieder genutzt von Ich würde gerne noch mal in diese Diskussion einbringen, weil du das schon gesagt hast, diese kurze Zeit. Die kurze Zeit ist ja auch, jedes Thema hat nur eine kurze Zeit. Also kaum fangen wir an, uns mit einem Thema, ich rede jetzt nicht von Corona oder so, zu beschäftigen, schon ist es wieder weg. Also diese Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch eine inhaltliche, die plötzlich wieder verschwindet und dann gibt es irgendetwas, was passiert und dann ist es wieder da. Und es ist nicht reflektiert, sondern es ist akkumuliert irgendwie. Also der nächste islamistische Anschlag, dann werden alle wieder sagen, oh Gott, es gibt so viele islamistische Anschläge. Und das ist ja bei vielen Dingen so. Und ich würde gern zum Anfang zurückkommen, nämlich zu Aktivisten. Ich würde mir so wünschen, dass wir wieder mehr Aktivisten haben, die uns jeden Tag sagen, dass immer noch hunderte Menschen pro Tag ertrinken im Mittelmeer. Das war ja mal ihr Thema. Und dann ist so ein Thema weg. Und wenn die Aktivisten nicht da sind, sind die Themen weg. Mhm. Als jetzt mal provokative Frage im Raum. Braucht es diese Aktivisten, die Ihnen auf, also uns allen auf den Keks gehen, weil wir Dinge einfach auch nicht hören wollen, weil sie uns unsere Doppelmoral vorspiegeln
Und weil wir so behaupten, die Gesellschaft sei so politisiert, ist sie das wirklich? Ich erinnere mich gerade bei Fridays for Future, mein Gott, was für ein Alibi war das für die Älteren zu sagen, guck dir an, die Jugend ist so politisch. Sie lachen, sie wissen warum. Also sind wir wirklich politisch, politisiert und ist das nicht die Voraussetzung für eine politische Streitkultur, dass man eben inhaltlich mehr hat, dass man schon eine Haltung hat, die sich nicht bei allen Gesprächen und Argumenten sofort wieder verändert und verbiegt? Also mir geht das zum Beispiel bei diesen Menschen, die trinken. Ich habe als Journalist das in Lampedusa vor 10, 15 Jahren schon gesehen und jetzt ist wieder Lampedusa da. Und so gibt es ja verschiedene Themen und die sind ja irgendwie dann doch an der Spitze sehr schnell weggesägt, wenn die Aufmerksamkeit nicht da ist. Ist das nicht ein Problem der Beliebigkeit und eben, wenn Beliebigkeit Alltag wird, der auch Beliebigkeit der Debattenkultur? Also ich glaube nicht, dass mehr Aktivismus die Lösung von irgendwas ist. Also ich bleibe dabei, auch wenn ich dann wieder philosophisch... Die Emanzipation ist nur so weit gekommen, weil sie Aktivistinnen hatte. Ja, selbstverständlich. Also ja, also jede gesellschaftliche Bewegung. Also aber du hast ja das Problem doch gerade selber beschrieben, dass im Augenblick... dann haben wir eine aktivistische Woge von hier und eine von da. Und aber normalerweise haben wir eine Logik gehabt, dass wir eine aktivistische Welle, Bewegung, wie auch immer haben. Und im Moment ihres Erfolges bricht sie zusammen. Das ist der normale Weg. Das ist ein normaler Veränderungsweg. Der Gang durch die Institutionen und so weiter. Aber was Michelle, glaube ich, gerade ansprechen will, ist, dass wir jetzt doch eher sehen, wir haben diese Bewegung, aber dann sind sie einfach wieder weg und sind beim nächsten Thema. Obwohl sie und nicht Themen, genau, und die Themen sind noch gar nicht erfolgreich bearbeitet. Die Themen laufen einfach weiter. Und es gibt natürlich nochmal, nicht nur das Gefühl, das ich vorhin hatte, dass die Debatten nicht mehr zurückverfolgt werden können, weil die Argumente irgendwie gar nicht mehr zuzuordnen sind oder es gab sie nie, sondern noch viel mehr, dass sich auch die realen Geschehnisse von den Diskursen darüber abzulösen beginnen. Also es ertrinken eben immer noch 100. Es sterben auch immer noch Leute an Corona übrigens. Ja. All das passiert nach wie vor, nur die Debatte darüber gibt es nicht mehr. Die Frauen im Iran gehen auch immer noch auf die Straße. Ich würde gerne genau. Das ergänzen. Heute trafen sich also Länder und der Bundeskanzler und die Bundesregierung. Es geht um Flucht. So, und das Ganze wird jetzt verhandelt irgendwie. Es sind doch zu viele. Man weiß jetzt nicht, kommen sie aus der Ukraine zu viel, sind es wieder irgendwelche Leute. In den Zwischenzeiten haben wir in Europa Grenzen aufgebaut. Die Frage, wie Flüchtlinge überhaupt noch was und wie und die Menschen sterben. Und ohne diesen Kontext, also diese Aussage der Aktivisten, sieht das so aus wie ein Verwaltungsakt, wo heute mehrere politische Kräfte zusammenkommen und darüber nachdenken müssen, hier ein bisschen Geld, da brauchen wir noch Wohnungen, wer kriegt mehr von wem? Und diese Form von Entpolitisierung, die spreche ich an und frage mich, warum haben wir das jetzt gerade in den letzten Jahren so? Nee, wir sind in komplett nervösen Zeiten. Also ich gucke seit einem halben Jahrhundert auf diese Welt und kann mich, also für die Kuba-Krise war ich noch ein bisschen, die habe ich nicht mitgekriegt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir im Westen, also Geschichte, wenn man in Ostdeutschland oder noch ganz woanders herkommt, schreibt sich anders, aber für Kinder des Westens, zumindest dieser Generation, 70er-Jahrgänge und später, oder wahrscheinlich geht das früher los, in 60ern, diese Art von Nervosität, die haben wir schlicht nie trainiert. Also du hast ja vorhin gesagt, wir bräuchten alle auch in den Debatten dickeres Fell. Ja, mein Gott, wo soll das denn herkommen? Also, dass wir auf hochstürmischer See unterwegs sind. Wir sind doch alle in Wahrheit, ich spreche wie gesagt immer über in den freien Westen, Wohlstandswesten hineingeboren. Nicht hochstürmisch. Nein, aber wir sind doch irgendwie mit dieser Illusion, dass das so weitergehen wird. Irgendwie dieser Tanker wird, dieser Tanker freiheitlich-liberal. Genau, also der berühmte Fukuyama-Satz, dieser totzitierte in 90ern. Und auf einmal wurde es verdammt und wird jährlich unmütlicher. Bleiben wir bei der Illusion. So, und nicht bei dem, was passiert. Nein, aber das muss doch, aber man kann doch, ich glaube, dass das hochkomplizierte Prozesse sind. Also wenn ich mir zwischen Generationen meiner Eltern angucke, das ist natürlich eine völlig andere Welt, in der die geprägt und groß geworden also sind. Ich reagiere völlig anders. Ich hatte nie das Gefühl in den letzten Jahrzehnten meines Lebens, dass der Sturm irgendwie zurückgegangen wäre. Wieso zurück? Stärker geworden? Ja, aber das ist ja, die Illusion hatte ich nie. Es sei nicht so. Aber Michelle, das kann ja sein, dass du die nicht hattest, aber ich würde in diesem Fall sagen, dass breite Kreise... Warum? Breite Kreise... Warum? Diese Illusion hatten, die in sehr behüteten westdeutschen Haushalten groß geworden sind, wo die Traumatisierung in der Familie entweder verschwiegen wurden, weil es die Täterseite war,
auf der Opferseite, das brauche ich dir nun wahrlich nicht zu erzählen, was da, worüber, was auch verschwiegen wurde, so. Aber es gab doch, das war das Versprechen eben dieses Endes der Geschichte, jeder wurstelt so seine private Biografie zusammen und um mehr braucht er sich nicht zu kümmern. Es geht um eine Planung von Karriere, von Familie, das sind die Projekte im Leben. Dass eine Gesellschaft auf einmal zum Projekt wird, dass solche riesigen Fragen Jugoslawien, auf einmal den einzelnen hallo, ja, ich würde zum Beispiel für mich schon sagen, dass ich mit diesem Gefühl die ersten 15 Jahre oder so mal durchaus noch aufgewachsen bin. Also dieses Ende der Geschichte war zum Beispiel für meine Generation als Jugendliche, und das ist dann verloren gegangen jetzt in den letzten Jahren, war das prägend. Ich will aber trotzdem, vielleicht neben der Herleitung kommen wir hin, ich glaube, was ein Punkt davon ausmacht ist, und das ist vielleicht sowohl politische Debatte als auch Politik, ist ja ein reaktiver Politikstil. Also die Themen werden dann besprochen, wenn sie unmittelbar vor der Haustür sind. Und unmittelbar vor der Haustür sind sie insbesondere in Deutschland dann, wenn sie uns betreffen. Und sobald dieser Zustand weg ist, und das ist gerade bei den Themen, du hast ein bisschen gesagt, für die wir uns vielleicht auch schämen, die wir nicht sehen wollen, sobald das weg ist, wird es wieder weggedreht. Und das, finde ich, erleben wir gerade in dieser Fluchtdebatte massiv. Und ich will da, also ich glaube, wir sind auch alle als Politikerinnen gerade Teil davon, wie oft ich gehört habe in den letzten 3 Wochen, ne, das ist jetzt wieder wie 2015. Und das ist ja immer dieses Bild, es gab 2015, da hatten wir eine Fluchtkrise, da war es ganz schlimm, dann war das irgendwie vorbei und jetzt ist es wieder hier, jetzt haben wir wieder überlastete Kommunen und plötzlich ist das Thema wieder da. Als ob zwischen 2015 und 2023 nichts passiert wäre. Das sind ja die Menschen weiter gestorben. Das sind ja die Menschen in Moria eingesperrt worden. Das sind die Menschen, die diese Fluchtrouten gekommen und ne, tausendfach sind in der Türkei ausgelagert worden. Und wir haben uns einfach nicht darum gekümmert, weil es nicht hier unmittelbar eine Rolle gespielt hat. Und diese Art der Politik verhindert natürlich auch. Und jetzt reden wir wieder drüber, wie können wir schauen, dass es weniger werden. Ne? Es werden in Zukunft Leute kommen allein über Klimaflucht. Und wir reden nicht darüber, zumindest meiner Meinung nach nicht ausreichend, wie schaffen wir resiliente Systeme, wie wir es auch in Zukunft wieder hinbekommen. Das heißt, dieses Reaktive, sobald das Problem da ist, wie mache ich es möglichst klein und so tun, als könnte ich es wieder die nächsten Jahre wegschieben. Und das machen wir gerade da, wo wir eigentlich merken, dass wir unseren eigenen moralischen Maßstäben versagen, was wir bei dem Thema Flucht einfach getan haben die letzten Jahre. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre und unsere Debatte so ein bisschen durchgehe, dann scheint mir mit Blick auf Freiheit und Demokratie mindestens 2 Tendenzen zu beobachten zu sein. Das eine scheint mir so eine Art, ja, weiß nicht, Wohlstandsverwahrlosung vielleicht. Also wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass das immer alles gut läuft und deswegen sehen wir gar nicht mehr, was wir da haben und wofür wir eigentlich kämpfen müssten. Und das andere ist so eine Art, ja, wie soll man, der therapeutische Blick, nicht die Angst und die Nervosität, die uns einfach es gar nicht mehr möglich machen, sozusagen eigentlich die Freiheit zu leben. Und beides scheint dann darauf hinauszulaufen, dass wir bestenfalls noch bereit sind, unsere direkten individuellen Freiheiten zu verteidigen, aber nicht mehr in der Lage sind, das eigentlich auszuhandeln im Vergleich zur Freiheit sozusagen der Gesellschaft als Ganze schon gar nicht, also wenn ich jetzt mal an Flucht oder an Krieg denke, mit Blick auf die Freiheit anderer. Also müssen wir eigentlich schon dankbar sein, wenn wir es überhaupt noch schaffen, über unsere individuellen Freiheiten zu reden und sollten dabei alle anderen höheren normativen Ziele beiseite lassen? Das würde ich gerne am Ende noch mal wissen. Können wir einfach gar nicht mehr? Ist es das? Hat sich die Demokratie erschöpft und das Freiheitsversprechen gleich mit? Wir sind nervös, erschöpft und wohlstandsverwahrlost. Ich fände es total spannend, wenn man das gerade mal Leute in der Ukraine fragen würde. Ja, oder in diesen Ländern, wo die Leute genau für diese Demokratie kämpfen. Mhm. Also weil das ist, glaube ich, ich finde, vielleicht sind wir auch Demokratie verwöhnt, dass wir so tun, als ob das jetzt alles auch gerade ganz schlimm und die Demokratie funktioniert. Mir stimmt ja gar nicht. Also wir erleben gerade, wie wir Leute weltweit um Demokratie kämpfen. Wir erleben aber auch, dass wir dieses letzte Jahr, also was hatten wir letztes Jahr für Unkenrufe? Winter der Wut, die Solidarität mit der Ukraine wird brechen, die bundesweiten Blackouts, die Rezession, dieses Land wird zusammenbrechen. Und jetzt stehen wir da ein Jahr später, ich weiß nicht, wie Sie sich jetzt fühlen, war echt ein harter Winter und für viele wirklich schlimm, gerade die, die wenig Geld haben. Aber zusammengebrochen ist das Land jetzt nicht. Das heißt, ehrlich gesagt hat sich die Demokratie für mich im letzten Jahr als verdammt resilient erwiesen. Ne? Und vielleicht sollten wir auch das eigentlich mehr erzählen. Demokratie oder der Staat? Nee, die Demokratie. Mhm. Die Demokratie, das hätte nicht funktioniert, wenn wir die staatlichen Entscheidungen getroffen hätten. Ein demokratischer Staat. Ja, der demokratische Staat, das ist schön. Aber der hat sich doch als verdammt resilient und deshalb, warum sollten wir heute sagen, mehr gibt es gar nicht mehr, wenn wir eigentlich zeigen, dass wir verdammt viel hinbekommen haben im letzten Jahr? Mhm. Ja, ich will und kann, also es wäre obszön, in der Paulskirche Defätismus verbreiten zu wollen. Ich meine, es ist der quasi einzige, nein, das
das kann ich nicht und will ich auch nicht, weil ich meine, es ist der einzige Ort, den es in Deutschland gibt, wo es eine nennenswerte liberale, freiheitliche Tradition zum großen Unglück nicht geschafft hat, sich letzten Endes durchzusetzen. Und ich würde gerne, weil ich ahne, wir steuern auf die Schlusskurve zu, den Punkt, den Michelle vorhin so halb salopp, den würde ich noch mal sehr gerne ernsthaft aufnehmen, dass ich tatsächlich glaube, dass wir begreifen müssen, und das ist auch das, was ich mit vielen Freunden im Umfeld diskutiere, diese höhere Resilienz, die wir eben auch im Einstehen für Überzeugung, für Haltung, ohne uns dabei zu betonieren im Kopf, sondern eben im Diskurs zu bleiben und zuzuhören, davon rücke ich nicht ab. Aber dass wir, fürchte ich, uns daran gewöhnen müssen, dass wir in einem dramatischeren Sinne eben nicht nur Bourgeois, also Bürger sind, die ihr wie auch immer bürgerliches Leben daheim organisieren, sondern dass doch so anspruchsvoll überfordernd das klingt, wir darüber nachdenken müssen, dass wir Citoyens sind, also sprich verantwortlich, es hängt an uns. Und dazu gehören dann solche Sachen. Und ich weiß auch nicht, wie man da konkrete Vorschläge machen soll. Also wie kriegt man Menschen zum Beispiel dazu, dass sie resilienter werden, indem sie sagen, ich bin überzeugt, hier läuft was falsch. Und zwar nicht, indem ich mich irgendwo hinstelle, einen Aluhut aufziehe und meinen Zorn in die Welt brülle, sondern indem ich Argumente habe, ich einem anderen intersubjektiv erklären kann, warum er vielleicht auch mal darüber nachdenken sollte, dass diese andere Sicht vielleicht nicht ganz absurd und verkehrt ist. Die sagen eben, das tue ich mir alles nicht mehr an, weil ich werde eben der Gegenwind, der Shitstorm, was auch immer, ich muss mir dann anhören, ich bin ein Menschenfeind und so weiter, das tue ich mir nicht an. Ich verstehe diese Haltung psychologisch sehr, sehr gut. Ich habe ja selber zugegeben, dass mir durchaus bewusst ist, welche Kosten das hat. Und da würde ich aber, das heißt, würde ich nicht nur, das tue ich jetzt hier mit dir, das mache ich aber seit Jahren in meinem Umfeld, sagen, wir müssen, glaube ich, Wege finden, wenn wir den Eindruck haben, wir haben Argumente, wir sehen oder wir glauben zu sehen, dass was politisch falsch läuft, muss man irgendwie versuchen, als Citoyen in diesen Diskurs sich einzuschalten. Und ich weiß, das klingt wie sonntags, wir sind in einer Paulskirche, da darf man auch mal einen Feiertagsredensatz halten. Aber ich glaube, letzten Endes davon wird abhängen, ob die Leute auch den Eindruck haben, das ist meine Demokratie in einem empathischen Sinne, oder ob man Ränder produziert, die irgendwann sich von dem Ganzen angeekelt abwenden. Und ich meine, wie schlimm das ist, wenn sich die Ränder angeekelt von der Demokratie abwenden, das weiß man hierzulande. Also ich wollte sagen, es sind nicht die Ränder, es sind auch die in der Mitte sind. Naja, aber darum geht es ja, der Kampf in der Mitte ist der Punkt. Ich würde gerne was hinzufügen. Ja. Enttäuschung gehört zur Demokratie und Geduld. Das sind so zwei Sachen, die in den letzten 30 Jahren auch im Alltagsleben jetzt nicht Hochkonjunktur hatten und geübt sind. Also natürlich bin ich erst recht von den Grünen enttäuscht, dass dieses Thema Flucht so von der SPD getriggert werden kann und nicht von den Grünen. Und ich bin natürlich auch enttäuscht, von welcher Partei auch immer, dass da, wo der wirkliche USP-Kern in Koalitionen an die Grenze kommt, man die Koalition nicht auflöst, sondern den USP-Kern irgendwie mit irgendwelchen neuen Tapeten verkleistert. Aber man könnte natürlich auch sagen, das ist nun mal der Preis dieser ewigen Kompromisslage, die nur die Demokratie in sich trägt und deswegen, Gott sei Dank, nicht autoritär wird. Und Geduld haben bedeutet auch, dass man unter Umständen, und vielleicht ist das jetzt auch wirklich ohne Polemik der Grund, warum alle so nervös sind mit 2024 und diese Wärmepumpe, verdammt nochmal, so viele Jahre warten wir auf diese Pumpe und jetzt muss es in 6 Monaten sein, dass es zu diesen Prozessen einfach Geduld und Zeit braucht. Und die einen sagen, wir haben sie nicht mehr, und mit diesem wir haben sie nicht mehr, ja, mehr als nur ein Statement machen, sondern es ist auch eine allgemeingültige Behauptung, dass schon 25 wäre es zu spät, und das ist man ganz schnell bei der letzten Generation. Und das alles ertragen zu können und zu lernen, und darum liebe ich eigentlich die Demokratie, ist, dass wir auch darüber alles reden können. Und solange wir darüber reden können, bin ich safe damit. In der Diktatur wären wir jetzt schon nicht mehr in der Lage, darüber zu reden. Wir vier wären irgendwie schon erwartet worden. Das stimmt. Ich glaube, niemand, also zumindest ich kann es für mich sagen, und ich glaube auch niemand anderes,
würde sagen, wenn wir mit der Wärmepumpe 2025 anfangen, dann geht die Welt unter. Also das ist ja komplett absurd. Was wir ein bisschen sagen ist, man muss halt auch mal anfangen, weil wir haben es ja immer wieder, dieses nach hinten rausschleppen. Aber was natürlich schon, dieses, die Zeit reicht nicht mehr, da geht es ja nicht um die eine Jahreszahl bei dem Gebäudeenergiegesetz oder sowas, sondern was ja dahinter steckt, ist der Gedanke, je langsamer, desto heißer. Und vor allem, je langsamer, desto radikaler. Mhm. Das ist ja die Schwierigkeit bei der Klimakrise, wenn wir über Freiheit und Demokratie reden. Je länger ich warte, viele denn von den Prozessen, die wir heute anfangen, hätten wir die vor 15 Jahren angefangen, da hätte ich den Leuten eine nette Förderung von einer Wärmepumpe geben können und ein bisschen eine Werbekampagne dafür machen und hoffen, dass in den nächsten 10 Jahren Leute umsteigen und hätte wahrscheinlich gar keine gesetzliche Regelung machen müssen. Dadurch, dass wir so spät anfangen, sind wir jetzt an dem Punkt, wir sagen, na 2045, das sind halt nur noch bisschen mehr als 20 Jahre, müssen wir anfangen. Das heißt, dieses Momentum, es wird radikaler einfach dadurch, dass ich langsamer werde. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit dann auch für eine Demokratie. Und das setzt natürlich Enttäuschung auf beiden Seiten voraus. Weil das heißt, die einen werden immer sagen, es ist zu schnell und es ist zu viel. Und die anderen werden immer sagen, es müsste noch viel schneller sein. Was machen Sie bei der Flucht? Bei der Flucht? Bei der Flucht. Jetzt ganz konkret, oder? Ja, wie leben Sie damit? Das, also, ehrlich, also ich meine, das habe ich jetzt verstanden. Aber da geht es nicht um 2045, nee, da geht's es geht um heute. Gerade um jetzt. Wie, also ich meine, das ist wirklich voller Neugier. Ja. Wie geht man, weil wir reden ja über die Krisen auch der Demokratie. Ich bin jung, ich habe mich auf Sie verlassen. Jetzt Sie als Person, als Partei, ist doch egal jetzt auch welches Thema. Und ich merke, wie das sich verwandelt. Das meinte ich mit dem Verschwimmen. Ja, dann kommt wieder was zurück und dann ist es wieder weg. Ja, aber es gibt ja gerade in der Jugend, wenn wir darüber reden, wie hat man Jugend immer wieder mobilisiert? Es gibt so ein Thema oder zwei Themen, wo dann diese Jugend, jetzt sei es mal das Klima, à la Bonheur, aber wo man Jugend dann versucht und dann sind dann sehr schnell danach die Zustände nicht besser, sondern unter Umständen sogar schlechter, aber die das Engagement, die Priorität ist da kaum wiederfindbar. Wie spürt man das? Also, vielleicht da jetzt nur zwei Sätze zu diesem Fluchtthema, weil ich das natürlich jetzt auch die letzten Wochen, also ich meine wahrscheinlich das Thema, mit dem ich mich gerade am meisten umtreibt. Und das ist ja tatsächlich ein verdammt schwieriger Punkt, weil ich habe es vorher gesagt, eine Regierungskonstellation leben von Kompromissen und funktionieren ohne gar nicht. Weil ich könnte nicht, also ich könnte ja keine Regierung bilden, ne, wenn ich unterschiedliche Parteien habe, wenn die nicht zusammenkommen. Und dann habe ich Themen, die so fundamental an die Existenz der Menschenrechte rangehen. Ja. Und das ist ehrlich gesagt, ich habe es für mich noch nicht aufgelöst, wie man damit umgeht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das auflösen kann, ohne komplett kalt und hart zu werden. Ne? Dass wir Kompromisse machen bei Themen, wo ja jeder eigentlich aus seinem Innersten heraus, aus einer Menschenrechtsposition sagen würde, das ist unverhandelbar. Und es gibt ja auch immer diesen Satz, Menschenrechte sind unverhandelbar. Aber wir sehen ja, dass sie in Europa gerade gebrochen werden. Und wir sehen auch, dass sich daran gar nichts verändern wird, wenn wir nicht verhandeln, wenn wir nicht auch in Europa verhandeln. Und das ist sozusagen was, wo eigentlich ein kompromissdemokratisches System auf eigentlich in gewisser Weise auf eine, ja, auf einen Grundkonflikt mit Menschenrechten trifft, ja, das ich nicht auflösen kann. Ja, da deine philosophische Perspektive. Die Menschenrechte sind konstitutiv für die Demokratie. Sie sind deswegen nicht verhandelbar, weil, wie Hannah Arendt es gesagt hat, es ist das Recht, Rechte zu haben. Genau. Und dann höre ich das mit großem Respekt, auch wenn jemand anders aus der Politik jetzt hier sitzen würde und würde mir denken, also Moment, wir sind hier eine Demokratie. Ich verhandle das ja nicht in Belarus. Also was ist jetzt mit diesen Menschenrechten? Ich muss gestehen, dass ich die Frage in der Form nicht verstehe, weil also ich verstehe auch nicht genau, worauf du mit ihr hinaus willst. Ich meine, du warst lange auch in der Politik. Dann Nein, ich gehen war kein Berufspolitiker, das ist auch eines der Irrtümer. Nein, aber du warst in einer Partei. Ja, aber du, das heißt ja nicht, dass ich in der Politik war. Nein, aber dann mach einer solchen Partei bei den Themen, also da gibt es doch Kanäle, diesen Parteien, jetzt nicht unbedingt auf einem Podium, sondern da ins Gewissen zu reden. Also ich finde diesen Vorgang, also jetzt hier Ricarda Lange in die Enge zu treiben. Sind Menschenrechte, die wir nicht einhalten als diese Gesellschaft, die sich eine demokratische nennt. Mhm. Aber wo halten wir Menschenrechte nicht ein? Also die Tatsache, dass wir beispielsweise Menschen, die flüchten, nicht retten, ist ein Verstoß gegen Menschenrechte. Mhm.
Meine Frage an dem Beispiel oder an vielen anderen Beispielen ist, auch sowas wie das Diskriminierungsverbot, ist Demokratie überhaupt an dem Punkt angekommen, wo es theoretisch, rechtsphilosophisch, aber auch theoretisch ankommen muss? Nämlich die Menschenrechte sind mittlerweile konstitutiv für das, was wir Demokratie nennen. Ist eines der Probleme der Demokratie, dass sich das nicht erfüllt? Möglicherweise ist eine Tragödie, dass das Gebot, allen Menschen global zu helfen. Nicht global, hier vor dieser Grenze. Nicht global. Es ist ja nicht vor dieser Grenze. Ich glaube sozusagen. Also, das ist eine wenn-europäische Debatte, eben. Aber deshalb, das ist auch nicht Ricarda Lang alleine. Nein, aber das ist eine europäische Debatte. Wie gehst du damit überhaupt um? Das ist eine Tragödie, Michelle. Das ist natürlich eine große menschliche Tragödie, aber jetzt irgendwie am Abschluss einer Veranstaltung von ihr zu verlangen. Nein, ich verlasse mich, aber ich rede jetzt zu dir. Ja, es ist eine Tragödie. Wie gehst du mit dem Konflikt als Bürgerin um? Es ist eine... Als Bürgerin um? Und wenn hier jemand sitzen würde, von welcher Partei auch immer, würde ich das stellen. Wie gehen wir als Bürgerinnen um, dass wir die Menschenrechte auch an diesem Ort immer wieder vortragen? Weil die Menschenrechte, ich sage dir jetzt die Antwort, weil die Menschenrechte zwar einerseits konstitutiv für die Demokratie sind, aber gleichzeitig eben auch die Freiheit, jedes Mal über sie zu entscheiden. Das ist doch die Grundspannung, die wir haben. Aber ja, das ist die Grundspannung. So wie wir nicht wir sollen auch über das Grundgesetz. Aber die konkrete Verwirklichung der Menschenrechte Nein, aber das ist natürlich sozusagen, und das ist schwierig in der Demokratie, das weil es dabei teilweise, ja, wunderbar, dann habe ich das ja gemacht. Aber Sie merken am Ende dieses Abends, nur vielleicht lassen Sie mich das einmal sagen, die Freiheit liegt zwar am Kern der Demokratie, aber sie wird offensichtlich häufig enttäuscht. Und wir brauchen viel Geduld, um sie überhaupt in ihrem Kern zu bewahren. Und dafür müssen wir uns immer wieder in sowohl rationale Diskurse als auch leidenschaftliche Auseinandersetzung begeben, sagen, wie wir das heute gemacht haben. Und bevor ich sagen, diesen bevor Abend Schlusswort schließe, Michelle, sie hat sich gemeldet. Möchte Ricarda Lang dazu noch etwas sagen? Ja. Jetzt fühlt sich der Redebeitrag wirklich so bedeutsam an. Aber nein, also das ist ja das eine Problem, ist sozusagen, natürlich würden wir alles sagen, Menschenrechte, ja klar. Aber was daraus konkret in der Flüchtlingspolitik folgt, da habe ich dann 3, 4, 5 Parteien, die komplett andere Meinung haben. Und dann kann ich sagen, für mich, meine Menschenrechtsposition heißt, das ist nicht akzeptierbar. Und das würde ich auch immer sagen. Aber was folgt daraus, wenn ich daraus nicht verhandle? Also was ist die Konsequenz daraus? Und ich finde, das ist, und deshalb meistens vorher gesagt, ich fühle mich das total lieb für die Verteidigung, vielen Dank. Aber ich fühle mich davon tatsächlich nicht mehr angegriffen, ne? Weil es wirklich für mich als Politikerin gerade eine total offene Frage ist. Wie gehe ich damit um, dass wir eine Situation haben, wo die Europäische Union dauerhaft die Menschenrechte bricht, wo ich eigentlich sagen müsste, über bestimmte Dinge wie Seenotrettung sollte man nicht verhandeln müssen. Und trotzdem weiß ich, ich komme gar nicht dran vorbei, dran darüber zu verhandeln, weil sich sonst nicht endet. Und vielleicht ist auch das in der Demokratie auszuhalten, dass die Demokratie unvollendet ist. Dass wir nicht die fertige Demokratie haben und alles perfekt ist, sondern dass die Demokratie immer unvollendet ist und man immer weiter dafür kämpfen muss, dass sie vollendet wird am Ende. So, jetzt das ist ein Schlusswort. Und jetzt machst du dein Schlusswort. Ich möchte sagen, das ist das Schlusswort für heute. Sie haben jetzt einen freien Abend. Vielen Dank. Hier mein Teil.